könnte es anschmeißen. Ja. Übt mal noch. Hase, Fraps ist ein Aufnahmeprogramm, was ich jetzt angemacht habe. Was? Wie machst du an? Hase, mach doch, was du willst. Wird nur aufgenommen. Oh, hab ich Lecks, ey. Und, dann würde ich Fraps wieder ausmachen. Ach, du Scheiße, lieber. Ach, du Scheiße, ist das. Ah. Ah, es ist ja richtig böse hier. Ja, du bist leicht zu treffen dadurch. Wir haben das hier mit den Kristallen hingekriegt. Wahnsinn. Und ein Speedkill. Merkt ihr das, dass ich hier irgendwie Lecks habe, oder ist einfach nur... Also eigentlich nicht, aber bei dem Spiel ist das sowieso nicht zu bemerken. Meinst du? Ey, eigentlich sind es also so sind hier 40 Frames, sagt mir das hier, Blaschnee, aber... Blaschnee? Naja, ich habe gerade noch die Zahl, die FPS eingeblendet. Ach so. So. Die Blaschnee halt. Die Blaschnee. Kennen Sie nicht? Nee. Das war traurig. Also die Blaschnee kenne ich nicht, du. Was soll denn das sein? Na, das ist hier so ganz neu. Aua. Aber bei mir leckt es auch so ein bisschen jetzt. Ich habe 30 jetzt stehen. Ach ja, das könnte... Ja, du dadurch, dass du den Server halt hostest. Hoppla. Ich bin ja nicht Host, du. Ja, ich aber. Ja, aber Chris, und wenn der da alles anschmeißt und bei ihm übelste Lecks sind, dann ist das halt kacke. Ja, ist ja gut. Ich mach's dir wieder aus. Ich hab auch an, deswegen jetzt. No. Du hast Straps an, ja? Ja. Ich hab meins gerade ausgemacht. Soll ich's nochmal anmachen? Hast du Blaschnee noch drauf? Ja, bestimmt. Das war so. Das sind solche Dialoge, die sind am besten. Ah, scheiße, mach ich wieder an. Blaschnee halt. Könnte man ja jetzt beide Bilder dann nebeneinander laufen lassen, wa? Wie wir am Failen sind. Musst du mir rüberschicken, mach ich. Und eine Tonspur. Auf, ja, ja. Die zweite Tonspur kann man ja rausnehmen. Das ist ja eben. Ich habe ja mit Sony Vegas jetzt schon ein bisschen rumgespielt. Und ich glaube, das lässt sich echt geil integrieren. Also ist ja dann wie im Fernsehen mit dieser also Bild-in-Bild-Funktion und so eine Splitscreen. Splitscreen, ja, zum Beispiel. Aber Bild-in-Bild finde ich eigentlich cooler. Unten nochmal so was Kleines, weißt du? Dieses. Ja, ist trotzdem Splitscreen. Ja, ja. Ja. Ist ja trotzdem. Ja, gut, er ist halt nicht 50-50, ist ja okay. Ja, aber der ist aufgeteilt, der Bildschirm. Ihr seid Pros, ihr seid so. Dadurch ist er gesplittet, so. Split heißt ja nicht, dass es immer die Hälfte ist. Ich kenne nur Splatter. Ja, das war klar. Bei Bananasplit bekommst du ja auch nicht nur ein halbes Eis. So. Ich dachte, der halbe Banane. Die wird, glaube ich, sogar durchgeschnitten in der Mitte. Du bekommst, glaube ich, zwei halbe. Echt? Micha? Was? Hallo, bin ich Konditor oder hier Eisverkäufer? Keine Ahnung. Ich lerne Koch. Der ist am nächsten dran, oder? Ich meine, hier, Junk brauche ich nicht fragen, der ist gelernter Maurer. Ja, ich maure euch nein. Was bist du denn? Ich? Ja. Ich bin Elektriker. Ach ja, stimmt. Bei ihnen gibt es ja nur Eis, was auch unter Saft steht. Oh, ist voll Saft drauf, Junge. Das ist auch lohnt. Geh weg, du. Schön mit der Schrot, bam! Ja, da hilft der Hammer nicht viel. Ja. Nee, deswegen sieht bei mir das Essen auch total scheiße aus. Ja. Das sah halt echt eklig aus, ohne Scheiß. Aber es hat wirklich gut geschmeckt. Also, das heißt gut, ich fand's okay. Du hast wahrscheinlich noch nie was Besseres gehabt, ne? Oh, Spaß. Nichts Vergleichbares. Na, ich weiß nicht, wenn er immer selber kocht, dann... Kein Wunder, wa? Ja. Dann kennt er natürlich nichts anderes. Hab schon gesagt. Hier, Kotzi kann auch nicht kochen. Hab schon gesagt. Ach so, Kotzi. Im Sommer kochen wir mal ein bisschen. Kotzi ist... Ja, Kotzi halt. Wer? Ach, ja, ich glaube... Ach Gott, wie heißt er? Ich hab seinen Namen schon wieder verdrängt. Der hier mit Polen war? Nee, der war nicht bei. Nein, Kotzi war nicht so dabei, außer in Köln. Und da warst du nicht dabei. Nee, wer ist bei euch? Kotzi. Kotzi. Kotzi war halt in Köln mit dabei. Köln, aha. Kotzi und Mutombo waren das Highlight. Ja. Kotzi und Mutombo? Zur Hölle, von wem redet ihr?
kennt. Ach ne, hat dich noch keiner erzählt, ehrlich? Glaub nicht, ne? Also, Kotzi ist ein Schulkumpel von Sascha. Gebürtigen Namen Patrick. Das ist der, den du bei dir in den Impressum drin hattest, war? Hab ich den da drin? Weiß gar nicht. Nee, Patrick Kölle ist da drin, das ist Kölle. Nee, du hattest ja für die Gamescom einen drin, das meine ich. Helke, das war Wöte. Mit dem wollte ich ja da eigentlich irgendwann mal hin früher. Und auf den lief auch der eine Presseausweis, den ich dann hatte. Ist egal, erzähl einfach weiter. So. Und war ja dann der Samstag, ne, reingeplinkel. Und er hat halt vom Alkohol nicht genug kriegen können. Boah, soll vorkommen. Und Sascha war ja unser Barmixer. Und er hat dann schon extra weniger gegeben. Das hat der andere ja gar nicht gemerkt. Irgendwann hat er nur noch Cola gehabt. Eben. Und er war wirklich rotzevoll. Und er hat es dann geschafft, meine neue Kamera kaputt zu kriegen, die ich gerade eine Woche vorher zum Geburtstag gekriegt hatte. Weil er sich schön aufs Maul gelegt hat. Gut, konnte ich natürlich umtauschen bei Mediamarkt anstandslos. Ja, muss ja wohl sein. Hat gesagt, hier die Kratzerschäden und das kaputte Objektiv habe ich so ausgepackt. Ja, na, ich war gleich eine Woche danach hin und gesagt, ja hier, Mediamarkt Neubrandenburg, da wurde das gekauft und ich wohne in Neustrelitz. Wow. Also bitte. Ja. Konnte nicht vorher. Muss ja keiner wissen, hab schnell den Speicherchip wieder rausgenommen, ne? Eben. So, und wir waren dann im Anschluss von dem Reingeplänkel, sind wir noch am Hauptbahnhof in Köln gewesen und wo haben schön bei Meckes gefrühstückt, wenn man so will. Und ja, Kotzi hat sein Frühstück wieder rausgelassen. Mitten auf meinen Rucksack. Schön, da hast du dich bestimmt gefreut. Ja, hab ich. Eine Erinnerung fürs Leben. Ja, so ungefähr. Und ich hab ja. Dann sind wir rausgerannt, kann man nicht sagen, wir sind dann rausgegangen. Ja, bevor denn noch ein Mitarbeiter von McDonald's die Schweinerei sieht. Und wie wir denn draußen standen, saßen alle irgendwie auf den Fensterbänken und ich stand halt genau entgegengesetzt und konnte so in die Fensterscheibe von McDonald's reingucken und sah dann den dunkelhäutigen Reinigungsbeauftragten von McDonald's. Für mich Mutombo. Mutombo. Ich glaube, das muss ich zensieren, oder? Ach, das ist doch lediglich ein Spitzname. Das hat jetzt überhaupt nichts Rassistisches. Wenn er so sieht, ist er immer ein Rassist. Also, okay. Ich weiß danke nicht, den Namen habe ich, aus der Wochenshow. Gab doch an Mitte des Jahres diese Neuauflegung mit 10 Folgen oder so und da spielt doch so ein Schwatter mit. Und der hat eine Rolle gehabt als Kloputze. So Kloputze mit Stand-Up-Einlagen. Okay. Hm. Und daher habe ich den Namen. Der rennt doch immer noch rum. Also. Im Klo. Aber das sah so geil aus. Mutombo steht halt da vorm Tisch, guckt total unglaubwürdig auf die Kotze. Und ist total verzweifelt. Er weiß nicht, was er tun soll. Er kann mit seinem Besen. Ja, er kann sich nicht helfen. Er ist total überfordert. Ey Chris, ich kann hier nicht die Vorarbeit machen und du unter den Punkt. So läuft das bei dem Spiel, hallo? Ich merk schon. Entweder du machst zwei gezielte Schüsse mit dem Granatwerfer oder du wirst abgestaubt. Also. Ja, er hat das Schwert in der Hand und ich habe von oben nach dem Granatwerfer aufgezogen. Ja, das ist uncool. Ich hab die aber gerade minutenlang gesucht. So, Micha, erzähl weiter, entschuldige. Ja, es war halt episch, wie er davor steht und wirklich überfordert ist. Also deswegen sage ich immer Mutombo und Kotzi, das war Highlight. Im positiven und im negativen Sinn, ja. Im negativen? Das kann jetzt so. Nein, positiv, weil mir das Schauspielerische von Mutombo gut gefiel und negativ, weil mein Rucksack betroffen war. Auch, ja gut. Da freut sich nicht jeder drüber. Ja.
Ah! Nein! Ah, der Ori führt immer noch. Ja, weil ich mich nicht konzentrieren kann. Ah, verdammt, Munition alle. Nimm den Hammer. Ach, Mist. Ah, sind wir beide gleichzeitig gestorben? Ja, kann sein. Ja, schön. Aber irgendwie habe ich mich selbst gekillt. Ja, Selfkill ist Minuspunkt, ne? Ach, deswegen hatte Crimey vorhin minus 1. Ja. Still. Hättest mal die Einlaufrunde da mit Sascha sehen sollen mit minus 5. Oh. Was? Er hat den Einlauf verpasst? Ja. Das kam mir so vor. Ah, herrlich. Ja, ja. Eine furchtbares. Schatzi hat jetzt Final Fantasy 13 durchgespielt. Februar kommt 13.2 raus. Soll ich noch was sagen? Können die nicht zählen? Kommt die nach 13.14? Ja, 14 ist schon draußen. Verstehe. Nein, die machen das so wie bei Harry Potter. In zwei Teilen. Nee, das ist einfach... Potter 1a, 1b, 1c. Na, hatten sie beim 7. doch jetzt gemacht, bei der Verfilmung. 7, naja, 1, 7, ich 2. musste mir vor kurzem alle Teile angucken, also... Ach, musste ist gar nicht mal so schlimm. Ich hab die Bücher gern gelesen. Ja, ich finde Lord... Voldemort? Nein, den anderen hier, Lord Dumbledore am besten. Das ist kein Lord. ich nenne ihn immer Lord. Und welchen der beiden Schauspieler? Ja, den Gandalf. Ja, achso, den... Gandalf der Weiße. Gandalf der Graue. Nein, später Weiß. Das ist aber Lord of the Rings und nicht Lord Dumbledore. Er weiß es, aber der Schauspieler war der gleiche, oder? Ja. Echt? Ich fand's nur unfair, dass Voldemort immer Lord genannt wurde und dachte mir, Dumbledore ist auch ein Arsch, der kann das auch. Dumbledore ist ein Guter. Ja, eben. Also, was ich gehört hab... Was hast du denn gehört? Ja, ist das nicht einer, der später... Oder wo man später rauskriegt, der war gar nicht so nett. Was, der war immer der liebe große Onkel. Ach, der hat doch irgendwie sein Bruder hat da niemanden von erzählt oder irgendwie seine Schwester hat da geopfert. Ach so, oh, er hat wirklich aufgepasst. Ja, ich hab's ja auch erst vor zwei Tagen gesehen. Also. Ich dachte, du hättest vielleicht die Bücher auch gelesen. Nein. Auri und Lesen, das sind zwei Welten. Zwei verschiedene Wörter, ja. Doch, Spielebeschreibung von Resident Evil. Hey, ich hab ein Buch habe ich gelesen, abgesehen von Resident Evil. Dämon. Stimmt, Dämon war aber auch genial. Ja, eben. Nur die Verfilmung war scheiße. So, wir waren eigentlich woanders. Ein bisschen. Wo waren wir überhaupt? Ah, Harry Potter. Ah, Lord Dumbledore, genau. Ja. Ja, Häschen. Und ich bin Sith Lord. Das freut mich, dass das Ende schön war. Bald kommt der zweite Teil. Ach du Scheiße. Da heiraten sie. Oh, nee. Ja. Ja, gib einer Frau ein Spiel, wo richtig schön was quietschbunt ist und wo geheiratet wird, dann ist sie glücklich. Mhm. Final Fantasy 10, quietschbunt und da wird geheiratet. Sie war glücklich. Du hast das perfekt analysiert. Siehst du? Bei Final Fantasy 9, da muss die Alte auch heiraten. Ja, aber sie hat erst 10 gespielt. Und dann 10.2 später, naja. Was sind das eigentlich für graue Tabletten hier? Schild? Aha. Oder Deko. Was meinst du davon? Die da, wo du gerade durchgelatscht bist. Schild. Ah! Ich hämmer dich weg, du mit deinem ekelhaften Schwert. Komm weg, du. Ah, Teaser-Dor. Dor. Warum heißt das eigentlich T-World? Keine Ahnung, es sieht nicht mal aus wie ein Teebeutel. Nee, nicht unbedingt, ne? Dann würde es auch T-E-A. Ja, Klugscheißer. Danke. Du hast es gedacht, ich hab's ausgesprochen. Genau so. Verrecke. Nein, mir wurde die Führung weggenommen. Ja, Ich hab Führung. Oh Gott, er wird zum Führer. Ich bin der Führer. Ich könnte mich als Führer anbieten. Nee, heute nicht. Arbeit. Alfons heißt da. Ja. Hammer Time. Dö, 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 dö.
Der war gut. Ja, Auri. Na dann. Hast aber gut zusammengeschnitten, so ein bisschen den Cast. Ja, den vierten meinst du jetzt? Ja. Ja, das am Anfang, genau, das war ja. Fand ich auch gut. Harakiri hier. Oh. Ja, ich wollte irgendwas halt am Anfang noch machen, dachte mir irgendwie so einen kleinen Joke müsste man noch reinholen. Ich habe ja extra vorher schon aufgenommen. Und da passte das natürlich perfekt, dass wir dann das mit Auri irgendwie so hatten, dass wir ihm ein Geräusch waren. Ich gefragt habe, was war das? Und er sagt, keine Ahnung. Kannst du dich nicht dran erinnern, Auri? Ich weiß gerade gar nicht, wo ihr seid. Den Krimocast 4. Krimocast 4. Batman. Richtig, und am Anfang ist halt, also wir hatten schon vorher angefangen aufzunehmen. Und bei Auri war irgendwie das übelste Störgeräusch. Da habe ich ihn gefragt, was war das? Und er haut nur so raus, keine Ahnung. Und es hat so perfekt irgendwie gepasst für den Anfang vom Crimecast 4, wo wir dann dieses Batman-Geräusch hatten, da reingemacht haben. Jo. Und dann habe ich Auri halt gefragt, was war das? Und er, keine Ahnung. Komm jetzt her da! Und das ist ja hier wie... Ich kann nicht Schnitzel backen. Mit Spatzen auf Kanonen schießen. Sind wir jetzt bei Angry Birds? Es ist das. Angry Birds ist cool. Ja, ich hab's ja ein paar Mal durch. Ja, aber ich find's auf PS3. Ich wollte gerade sagen, wir haben es auch für PS3, aber ich find's auf der PS3 so schlecht. Ja, ja. Chris, wo ist mein Burger? Dein Burger? Ja, genau, meiner. Was? Wieso? Ich wollte es doch vorbeibringen. Ach, echt? Du Noob. Jetzt musst du doch mal los. Scheiße. Ich bin gleich wieder da. Den Chief in Pilenta gibt's ja noch gar nicht. Aber zack ich. Nein, wir waren vorhin noch mal kurz los und da meinten die beiden, ich soll denen noch einen Burger von McDonald's oder vom Burger King bringen. Burger King. Das ist natürlich kein Ding, dachte ich mir. Fährst schnell bei Sascha vorbei und danach die 550 Kilometer bis zu Auri. Hat er aber nicht gemacht, der dumme Spast. Ja. Habt ihr die Doku da gesehen, die Steve verlinkt hatte? Welche von den vielen? Ja, irgendwas über Meckes. Nee, hab ich jetzt nicht. Fand ich sehr interessant. Wann hat dann das verlinkt? Vor 3-4 Tagen vielleicht. Am 18. genau, da habe ich das Datum. Aha. Da habe ich vielleicht anderes gerade gemacht. Naja. Wieso? Doku ging's? Über Meckes. Na, da ging es so darum, Geschmack, Verführung. Wie Kinder damit groß werden und lieber das Zeug fressen. Ach so, Super Size Me? Nee, ist eine deutsche. Ach so. Oder dann haben sie verglichen, haben sie auf der Straße hingestellt, einmal einen Test mit dem Markennamen. Da stand dann halt Meckes und Burger King und ein kleiner Privatladen. Und da haben die Kunden dann mehrheitlich für Burger King gestimmt. Und dann haben sie den gleichen Test wiederholt ohne Namen. Und da hat dann auch komischerweise Burger King gewonnen. Mhm. Nee, oder glaube ich sogar der andere Laden, der Unbekannte. Das würde ich eher denken, wa? Aber dass Burger King gewinnt, hätte ich jetzt. Also Burger King lag vor Meckes. Lag vor Meckes. Das Geile ist, nach dem ersten Test. Da hat der sich dann irgendwie noch versucht rauszureden von Meckes, dem sie das präsentiert haben, und gesagt, ja, und hier, und da ist schön rausgeredet, und beim zweiten, da stand er dann total sprachlos vor den Bildern. Zwar ist Meckes, wenn du so sagst, eigentlich Marktführer, aber irgendwie, ne, wenn es nach den Kriterien geht, nicht. Nach welchen Kriterien ging's denn? Ja, da war halt... Das war ja einfach nur die Frage wahrscheinlich, was besser schmeckt. Ja. Ja gut, aber wenn du es so willst, kann es auch zufällig sein, du fragst 100 Leute und fragst zufällig 100 Burger King-Fans. Ja, das ist das Problem mit Statistiken, ne? Ja, aber es war halt auf ganz normal auf der Straße, vor einem Meckes-Laden. Ja, aber das heißt, der Burger King war ein paar hundert Meter weiter, der Meckes-Laden, da stand sie direkt davor, und der Private, der war noch 30 Meter weiter oder so. Ja, aber trotzdem, wenn du halt, sagen wir mal, selbst wenn du 200 Leute fragst, das ist ja nicht unbedingt repräsentativ, ne? Also die haben da stundenlang da vorgestellt, weiß nicht, wo das war. Ja, gut. Ich
finde so eine Statistik, ja. Wie heißt das? Traue keine Statistik, die du dich selbst gefälscht hast. Du hast schon wieder den Hammer, ich höre das doch. Wir beide. Aber Chris hat gewonnen. Ja, und bei Chris hört man nämlich immer nur den Hammer. Nee, das ist bei Auri. Echt? Das war gerade bei Auri, wo du es hörst, ja. Bei mir bestimmt auch, das streite ich nicht ab. Geh weg da! Bam, verdammt! So, wer hat gestern Late Game geguckt? Ich etwa nur bis 22 Uhr. Cool, ich habe bis 23.30 Uhr ungefähr geguckt, danach ist mein Laptop ausgegangen. Ich denke 22.30, lügt doch nicht. Nee, 23.30. Du hast aber 22 geschrieben. Haha. Echt? Nein, ich habe keine Ahnung, der ist halt ausgegangen, weil er überhitzt war. Das Scheißteil. Stand auf dem Schrank, auf dem Schrank, ja. Muss man sich überlegen, überhitzt einfach. Aber es ist der einzige Laptop, den ich an Fernseher anklemmen kann. Ich weiß nicht, fandest du das gestern spannend? Nicht wirklich. Super, wir auch nicht. Ich meine, er hatte ja immerhin die Robe, ne? Ja, das habe ich gesehen, ja. Und ja, dann wurde ihm zu heiß. Ja gut, das kann man ja auch verstehen. Ja. Ich weiß nicht, für dich war es ja vielleicht noch ein Ticken interessant, es ging ja auch sehr viel um Star Wars. Ja, ging so. Aber danach habe ich dann wirklich ausgeschaltet, als es denn so um die WoW-Diskussion und irgendwie Late Game anfing. Ah ja, ich habe auch irgendwie war die erste besser. Da haben sie die Themen besser abgestimmt, fand ich. Na, da war es ja eigentlich hauptsächlich wirklich nur Star Wars. Ja, na, nicht nur, dass es hauptsächlich Star Wars war, aber das war halt auch ein bisschen interessanter irgendwie. Ich meine, da haben sie Star Wars so den Einstieg mehr gezeigt, mehr Ingame halt, ne? Oder ein bisschen wenigstens. Und jetzt so die Folge irgendwie, naja, Ich weiß auch nicht, was sei. Sag mal, irgendwie. Theoretisch hätten sie doch jetzt irgendwie versuchen können, noch andere Leute ranzukriegen, die über Star Wars reden, vielleicht über einen Endgame-Content. Es hätten sich bestimmt viele gemeldet, außer diese Flawless-Jungs. Und ich weiß nicht, vielleicht. Was ist so schwer daran, irgendwie Mikro und Kopfhörer mehrere an einen Rechner anzuschließen? Brauchst du bloß einen Adapter, einen passenden. Wieso, für was denn genau? Na, wenn die jetzt zum Beispiel jemanden noch über Skype haben. Ach so. Weil letztes Mal war es ja auch so, dass nur Steve und Drunken hören konnten und reden konnten auf gut Deutsch mit dem, mit Mpox oder so. Ja, da musst du wahrscheinlich irgendwie mal einen Rechner haben, der mehrere Anschlüsse statt nur ein bis zwei hat. Wieso, ein Adapter? Oder ein Adapter, ja, hat er recht. Mit einem Adapter geht es dann mit guter Qualität, ja. Naja, da muss man sich halt ein bisschen abstimmen und vorher eine Regel festlegen, dass halt versucht wird, dass nur einer redet. Dann in dem Augenblick. Ich weiß es nicht, ich meine, also was das Reden angeht, die hätten ja vielleicht auch noch ein Tischmikro hinstellen können, dann wäre das damit auch geklärt, oder? Weil ich fand... Auri, sag mal, du Spacken! Scheiße, da kommt er auch noch an. Weil ich fand das nämlich, diese Gesprächsrunde, wo die denn auf diesen Stühlen saßen, so ohne irgendwas zu zeigen, ohne... Ja, das war mir zu trocken. Ja, das war wirklich trocken. Aber vor allem, die haben dann da auch noch rumgewippt und hin und her, also, gut, die Jungs von Flawless, die sie machen, sind das vielleicht auch nicht gewöhnt und waren nervös. Ja gut, okay, aber das ist klar. Ja, das hat halt den Eindruck ein bisschen geschmälert, da hätte ich dann vielleicht doch lieber ein paar Ingame-Szenen bevorzugt. Naja. Und mir ging nach einer gewissen Zeit diese Fernbedienung auf den Sack. Ja. Weil daran hast du gemerkt, Steve ist langweilig, jetzt muss er erstmal rumspielen. Das hat man richtig gemerkt. Ah, schön, bei mir leckt's ab und zu. Toll. Bei mir jetzt nicht, bei mir ist jetzt solide. Ja, nee, ich nehme ja auch auf, aber gerade in dem Augenblick, wo ich drücken wollte, um Auri den Gnadenstoß zu verpassen. Ah, du hast mein Schild unterschätzt. Ah, wahrscheinlich. Komm her hier. Klick, 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 klick. Hat da jemand einen Hammer? Nee, noch nicht. Also, ach, ich kann meine Klicks? Oder bei wem? Weiß ich nicht. Ich mach jetzt mal. Hallo Katze. Miau. Ja, legt sich auf die Tastatur. Was, echt, ja? Ja, sowas liebe ich doch.
Wenn sie Aufmerksamkeit will, weißt du, wie sie die kriegt. Sascha, was machen deine Katzen? Sascha. Ich glaube, der hat uns gemutet. Also ich finde ja, Sascha ist ja der absolute Spacken. Ja, wenn du das so sagst, da muss ich dir bei der Aufzeichnung noch mit drauf? Ja, ja und? Ja. Glaubst du, dass er sich die anhört? Höchstwahrscheinlich nicht. Habe ich da gerade ein gehört? Von mir nicht. Nee, aus dem Spiel? Gibt's das? Ich weiß nicht, ich habe den Ton ziemlich aus. Ich habe den Ton komplett aus. Klang mir gerade so. Ich müsste mal anmachen, wa? Haha. Ach, Katze, verzieh dich. Ja, jetzt sagt er nicht, dass das die Katze war. Die das behaupte ich nicht, aber sie nervt trotzdem. Ja, Tatsache, Ton ist ein. Jetzt hört man auch die Schüsse endlich mal, Mensch. Ah, es gibt Schussgeräusche, ja, stell dir vor. Ich hatte den Ton aus. Ah, bam. Volltreffer, aber. Oh, hallo, ja. Holla die Waldfee hier. Da könnte man glatt neidisch werden, wenn man nicht selber gestorben ist. Sag mal, hat einer von euch denn Worms Reloaded und weiß, wie man damit spielt? Ja, dass man auch irgendwie einen Server findet und so? Nö. Nö. Ich hatte es mir damals, als es released wurde, rausgekauft, aber du konntest ja nicht gezielt mit jemandem zusammen zocken. Hm. Weil Hamachi und sowas funktionierte da nicht, dass man wirklich nur privat zockte und irgendwie Server finden, wo man gemeinsam ging, auch schlecht. Okay. Gott, ich sollte dir nicht erzählen. Gibt's auch mal irgendwie noch eine andere Welt jetzt? Wechselt die? Nee, ne? Immer nur der gleiche. Ich weiß nicht genau, wonach das geht. Mit Welten wechseln, ja, müsste man eigentlich, wa? Wir hatten ja vorhin auch andere Welten. Ich habe drei verschiedene jetzt gesehen, die hier inbegriffen. Aber es ist ja die gleiche wie vorher gerade, oder nicht? Das ist bis jetzt immer die gleiche, wenn wir hier spielen. Manu. Guck in der Einstellung. Da muss ja Aufnahme beenden. Achso, ne, dann. Obwohl, Micha, du nimmst ja auf, wa? Ja, klar, ich bin weiter dabei. Musst nur die richtige Tonspur dann wieder finden, ne? Ja, ach, das mache ich dann schon noch. Ja, gibt's eigentlich irgendwie noch Themen, die man behandeln kann, so währenddessen? Weil sonst wird's ja langweilig, wenn wir hier wirklich nur am Zocken sind und nichts erzählen. Themen. Ja, jetzt googelt er oder was? Nee. Ich überlege. Ja, wie war euer Silvester? Da habe ich ja kaum was von gehört. Hat man das nicht aufgenommen? Ich weiß das nicht mehr. Erzähl einfach. Quaimocast hatten wir vor Weihnachten, oder? Wir schon nach Silvester, glaube ich. Stimmt, Gott. Siehste, weiß ich schon gar nicht mehr. Ja. Ich fand's cool. War wieder nicht alleine. Hab mich verbrannt. An der Rakete? Ja, an den Funken der Rakete. Hm. Ist durch meine Jacke durchgeschmolzen. Nach 2 Wochen konnte ich dann endlich den Schorf abmachen. Wow. Es ist immer noch zu sehen, neuer Schorf drauf. Ja, so geht's bei meinem Mittelfinger auch. Was hast du da gemacht? Ah, das war Dienstag beim Kochen. Schön am Pott gestanden, heiße Soße spritzt hoch, weil sie richtig schön am Kochen ist. Richtig roter Fleck. Ich habe eine schöne Brandblase, die ist dann am Donnerstag aufgeplatzt. Oh, schön. Oh, sieht richtig lecker aus. Ja, das glaube ich. Verbinden mit Raspberry Pi und tschüss. Ja. War die Zeit um oder was? So, bitte, andere Map. Ach so. So, ich nehme wieder auf. Ja, ich habe jetzt Map gewechselt auf euren Wunsch hin. Wechselt die jetzt automatisch oder immer nur, wenn du willst? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ah, die hatte ich vorhin schon gesehen, ja. Und gibt's noch eine? Also ja, die... Es gibt noch, also ich kenne noch eine, da ist kein Boden und da sind an der Wände so eine Steine, da kannst du dich nicht dran festhalten mit dem Enterhaken. Achso, du hast ja von allein kurz gespielt, ne? Ja, auf unten Server, der gerade da war. Ja, und du, ich kenne ja auch nicht alles. Ah.
Boink. Boink. So. Okay, ist du tot? Nein. Oh, ich habe ja gar keine Munition mehr. Sagt das doch einer. Nö, sagen wir dir nicht. Na gut, dann... Du lebst ja sonst. Ach ja, stimmt. Spielen wir nicht zusammen. Hallo auf Isador. Danke. Der Fledermaus in Menschenkostüm. Ja, hier. Guck mal hier, Batclaw und zack. Genau. Ja, nur mit Schusswaffen kann ich nicht umgehen. Boink. Batman kämpft ja auch lieber mit den Fäusten. Richtig. Ich hab's jetzt heute endlich geschafft, hier Resistance Teil 20 hochzuladen. Hab ich gesehen. Ja, ich das, ihr kriegt ja eh E-Mails davon, fällt mir gerade ein. Genau. Nö. Was? Nee? Ich Obwohl nicht. Ich den Kanal abonniert hab. Obwohl, ich warte auch. Mal, das. Ich hab das ja mit einer anderen E-Mail-Adresse. Mein alter YouTube-Account, also ist ja eine andere E-Mail-Adresse als die, die ich jetzt benutze. Hab ich gerade durch beide getroffen? Yep. Wow! Aber ich gucke ja sowieso jeden Tag auf die Seite, daher sehe ich das, wenn du was hochlädst und veröffentlichst. Ich auch. Ja, jetzt habe ich zumindest endlich schon mal die Dateien runter, die so seit Anfang Dezember auf dem Rechner lagen. Naja, immerhin, ne? Ja, wird Zeit neue zu machen, habe ich ja geschrieben. Aber vernachlässige nicht das Ende von Portal. Ja, stehst nämlich kurz davor. Das weiß ich. Ich will es ja auch gar nicht vernachlässigen. Es ist immer nur. Ich meine, ich hätte es jetzt in der Zeit, in der wir hier spielen, sicher auch machen können. Zweifellos, aber dann könnte ich jetzt nicht mit euch spielen. Richtig. Ergibt Sinn. Ah, siehst, ich möchte auch noch einen neuen Teil von Baphomets machen. Ich hatte nämlich nur 4 aufgenommen. Nee, Moment. Ja, doch, eigentlich 4 am Stück aufgenommen, nur irgendwie musste ich die ersten 2 neu spielen. Hä? Ja? Ich weiß gar nicht, wie. Irgendwie habe ich. Funktionierte da die Einstellung nicht richtig vom Spiel? Ach so. Oh, und Fabs. Keine Ahnung, irgendwas funktionierte da nicht richtig. In dem Augenblick. Und. Genau, ich hatte zu früh bei Fabs auf Aufnahme gedrückt. Sodass er Windows. Schon bei Windows aufgenommen hat. Und dadurch war das File. Als ein Stück, und wenn du mit Fraps sonst aufnimmst, macht er ja mal alle 3 Gigabyte irgendwie einen Bruch. Ja, alle 3,95 Gigabyte. Ja, Was ungefähr 5 Minuten entspricht. Ja, 3 bis 5 Minuten. Je nachdem, war. Ja, so, und bei mir war das denn, hatte ich das halt mit Windows angefangen und irgendwie spackte jeder Media Player oder jedes Programm, mit dem ich diese Aufzeichnungsdatei abspielen wollte, rum. Nach ein paar Sekunden blieb das Bild hängen, aber der Ton ging weiter. Ach du Kacke. Da hab ich gedacht, so ein Scheiß. Und dann habe ich es ein zweites Mal gemacht, aufgezeichnet, nochmal gespielt, nochmal versucht, so authentisch und hoch überrascht wie möglich zu wirken. Was denn richtig scheiße ist. Und ja. Klappte denn irgendwie auch noch nicht. Da hatte ich wieder eine Millisekunde zu früh gedrückt, also noch ein drittes Mal. Das war erst richtig anstrengend. Naja. Hatte ich ja damals bei einem Batman-Teil aber auch das Phänomen, dass ich neu spielen musste. Und zwar war das. Teil 11 oder so muss das gewesen sein, irgendwo in dem Dreh. Da habe ich dann einfach gespielt und immer alle paar Minuten dann auf Aufnahme gedrückt und gedacht, oh ja, und gelabert. Es waren dann 3-4 Parts oder so, die dann einfach nicht existierten, weil externe Festplatte voll. Beziehungsweise, nee, nicht externe damals, sondern noch die interne. Ach du Scheiße. Laufwerk voll, ja. Ja gut, solche Probleme hatte ich nicht. Ich hatte nur zwischendurch Probleme, wenn das Handy umgekippt ist oder so. Ja gut, du hast es ja mit Handy aufgenommen. Deswegen. Fühl ich dich immer noch bewundere, habe ich dir schon mal gesagt. Wieso das? Ja, einfach, dass du das machst. Ich meine, es gibt ja andere, die sagen, nee, das sieht total scheiße aus, das lass es lieber sein. Du hast machst du es dann einfach. Hast du deinen letzten Move auch damit gemacht? Ja.
Da musste ich mir eine Konstruktion basteln, da hättest du Augen gemacht. Wieso? Ich musste zwei Rollen. Klopapier. Müllbeutel in die Mitte Stifte gesteckt als Stütze für das Handy, das angelehnt, von hinten noch gestützt, damit das Handy schräg steht und dann irgendwie den scheiß 3DS so halten, dass er passt. Ey, das Move-Let's Play meint er. Aber ach, das Move meinst du? Ah. Ja. Ich dachte, du meinst jetzt hier 3DS. Nee, Let's Move. Ja gut, das ging. Ich fand's natürlich schade, dass man mich nicht sieht, wie ich mich bewege da. Hat man ja eigentlich, beim Move sollte man das ja eigentlich eher sehen. Ja, wenn du jetzt die Kamera ein bisschen weiter nach hinten gestellt hättest, dass du den Bildschirm unten... Aber dann würde ich vorm Bildschirm stehen. Beziehungsweise oder so dann würde man schräg von hinten? Ja, aber da habe ich keine Möglichkeit, das aufzustellen. Naja. Ich habe ja auch schon überlegt, ob ich vielleicht mal irgendwann einen Teil mache, wie hier mit Webcam gleichzeitig an- und aufzeichnen. Mhm. Ah. Hab mir jetzt eine Webcam bestellt extra für so eine Scherze. Dass man vielleicht mal dann ein Let's Play macht, Ingame-Szene und unten in der Ecke bist du denn selber zu sehen. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt, dass man dann halt mal so ein bisschen die Gesichtsausdrücke beim Spielen und so eine Scherze, ne? Mhm. Ja, da gerade jetzt. Ob man die PlayStation-Kamera an PC anschließen kann? Kannst probieren. Ist ein USB-Anschluss. Müsste, könnte, würde, sollte, wenn, dann, ne? Und so kannst weiter. Kannst probieren. Also es ist auf jeden Fall schon mal ein normaler USB-Anschluss. Ich sag ja, mal so, gucken, ob der PC das erkennt. Ja. Die blöden Gitarre, nicht Guitar Hero, die SingStar-Mikros gehen, glaube ich, auch am PC, ne? Hab ich auch noch nicht getestet. Da könnte man ja Sascha fragen. Der hat ja so eine Dinger. Ja, na, wir hatten auch mal welche. Ich habe sogar ein Mikro gehabt oder hatte immer noch eins für die Wii. Weiß ich gar nicht mehr. Ich hab's, glaube ich, auch verkauft. Ja, wir haben ja SingStar gespielt. Oh mein Gott. Silvester. Ehrlich. Ja. Ach, Zeit ist wieder um. Wie viel ist überhaupt eingestellt? Ich hab toll, ich erreiche Zeit, das Schwert und die Zeit ist um. 8 Minuten, naja. Nach 5 war vorhin zu wenig. Punktelimit 20. Ah, ich habe genau 20 Punkte, super. Genau mit 0. Das ist schon wieder das Level. Ja, das Level hatten wir gerade, ja. Wechselt immer nur das zu diesem. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich muss mal gucken, nochmal hier mit... Oh Gott. Sieht man wahrscheinlich die Konsole bei der Aufnahme mit, aber drauf gekackt. Map. Ich weiß gar nicht, was haben wir hier? DM2? Nee, ist ja schon. Also irgendwie kann ich damit nicht umgehen mit dem Raketenwerfer. Ja, ich finde den auch nicht so toll, weil der macht am besten Schaden. Ja, an mir selbst. Ja, das habe ich auch schon hinbekommen. Ja, aus irgendeinem Grund kann er die anderen Karten nicht laden. Vielleicht musst du die erst runterladen oder sowas. Separat. Vielleicht auch das, ja. Wer weiß. Ja, genau. Ich behaupte jetzt einfach mal, wir schalten an dieser Stelle einfach mal wieder zu Isador rüber. Live ins Dschungelcamp. Live ins Dschungelcamp. Da kann ich die Aufnahme für mich wieder beenden und kann mich schlau machen. Gott. Ja, live ins Teebeutelcamp hier, oder was das ist. warum geht das mit den anderen Maps? Es ist nur blöd, dass wir hier dann zu zweit zocken, weil man sieht sich auf dieser großen Map dann nicht so häufig. Ist dann langweilig. Nee, das dauert ein bisschen, bis man sie gefunden hat. Glück hat nur derjenige, der Chris findet. Na toll. Mann, er da. Isado. Hi, was machst du denn da? Hängst hier nur so rum, ne? Ja, ich häng hier so rum. Schön Jojo, boing, boing. Da hingst du aber ungünstig. Ich weiß. Aber du hattest, glaube ich, auch noch gar kein Schild oder so, oder? Nee, ich hatte nur den Laser. Ah. Ah, Mann, ey. Ich wüsste ja mal gern, wie viel Schaden so eine Waffe macht. Dann könnte man das besser einschätzen. Nehme ich lieber die oder nehme ich lieber die?
Oder Harakiri-Schwert hier. Ja, das macht glaube ich am meisten. Ja. Zwei Treffer und du bist hinüber. Aber dazu erstmal treffen, wa? Scheiße. Verdammt, dann. Irgendwer hat da gerade was geschrieben. Wo? Geschrieben bei Skype? Ja. Die Sterne sind die Damage-Zahlen. Achso, wenn wir jetzt einfach doch gehört, ja. Ja, wenn er das sagt. Wer sagt das denn? Na, Sascha. Sascha, achso. Also hört er uns, aber will nicht mit uns reden, ne? Schämen sich, Sascha. Kackvogel. Na, stimmt doch. Eine Eule muss auch scheißen. Ah, nicht schlecht. Ach, da, ja, Tatsache, dann kann er die natürlich nicht laden, wenn sie nicht vorhanden sind, ne? Musst du sie vielleicht erst laden. Ja, ich habe hier den Ordner mit den Karten DM1 und DM2. Das sind die, die wir bisher, glaube ich, gespielt haben. Und dann ist hier noch was mit 6 bis 9. Aber warum er natürlich 6 bis 9 nicht in der Rotation lädt. Bla bla, Blubberphase, bla bla bla. Da häng ich gut, wa? Isidor. Ja. Nee, wie sieht dein Vieh überhaupt aus? Du siehst Crimey ziemlich ähnlich. Mhm, ja, aber er hat, glaube ich, dein Skin, aber die Farben geändert. Warte mal, ich hab. Ja, ich hab deinen, genau. Und warum steht bei Chris bei mir auf Platz 2? Hm. Weil ich ja 0 Punkte hab und total schlecht bin. Ja, gut, Crimey hat aber auch 0 Punkte. Also werden hier also nur im Platz 1 und 2 angezeigt, ja. Wolltest du nicht Punkte machen? Da bin ich wieder. Oh. Wuppe. So, wollt ihr eine neue? Joa. Hast du ganz viele neue Maps? Naja, nehmen wir erstmal eine, oder? Jetzt hast du ja fast dieselbe Farbe wie ich. Ja, jetzt bin ich weiß. So, willkommen schön. Auf dem Mars. Aufwärmen. Hier geht's runter. Oh, und Dornen. Die ja, ist jetzt wird's ja lustig. Ach du Scheiße, ist die groß. Ach, aufwärmen, wenn wir. Nee. Aufwärmen, ja. Aber die Punkte zählen jetzt hier nicht mit, oder? Nee, nee. Gut, weil ich springe hier schon hin und wieder runter. Verdammt, ist die groß, die Karte. Ja, schön, jetzt erstmal rausfinden, wo liegen welche Waffen. Na und, das ist doch spannender an einem Leveln. Ah, stimmt. Beschwer dich noch. Ah, ich würde mal auf. Genau, da würde ich aufpassen an der Stelle. What? Wie gesagt, an diesen Steinplatten kann man sie mit einem Haken nicht festhalten. Nee. Ja. Ja, das Achso, auch. Stacheln. Stacheln, auch nicht schlecht. Ich meine das Loch hier, es geht dann einfach steil nach unten und wer zu tief fällt, der ist weg. Ja. Definitiv weg. Fujiyato. Was? Fukushima. Wo seid ihr denn? Was ist eigentlich, was ist eigentlich aus Fukushima geworden, wo wir gerade dabei sind? Ja, keine Ahnung. Vor einer Weile habe ich gehört, stabil. Ich habe gehört, dass da irgendwie neue Erdbeben oder Unruhen Dingsbums da war. Tornado. Ja, nicht. Aber du weißt doch, wenn es nicht genug Tote gibt, ist es nicht erwähnenswert. Ja, das ist ja und der tschüss. Punkt dabei. Nicht ganz. Nee, ich meinte ja nicht dich. Ich meinte ja auch meinte mich. Minuspunkte sind gar nicht gut. Ja, sag das ist der Tabellenführer hier. Ja, Tabellenführer. Gibt's heute was zu gewinnen? Heute? Nee. Ach, schade. Aber ich, ihr spielt mit Gewinn? Nein. Nein, aber hätte sein können, dann hätte ich ja schon mal gute Chancen. Aber ich rate irgendwie nächste Woche Freitag zum Just Gaming Podcast. Aha, du weißt jetzt schon, was es da gibt. Ja, ich weiß jetzt schon, dass es da eine 10€ Amazon-Karte zu gewinnen gibt. Ah, oh, kann ich gebrauchen. Ja. Ist gesponsert von mir, Echt? Ja. Ach, von deinem. Dem treuesten Fan überhaupt. Dem treuesten Fan. Ja, fast. Na gut, Serala hat nachgelassen. Der hat ja auch immer riesen Kommentare geschrieben. Diesmal habe ich, ich habe den Podcast ja schon am Donnerstag gehört. Ich bin Premium-Mitglied, ich krieg den einen Tag früher. Und. Aber weißt du. Ach, Scheißdreck. Wieder tief was gefallen. Denn? Nein. Was ich da gelesen habe, weißt du, der fragt so am Ende noch nach einer Jedi-Robe oder so, der sollte er doch mal bei Amazon gucken. Da findest du die Dinger. Ja, aber jetzt, ich weiß nicht, wie viel hat die gekostet, die du ihm geschickt hast?
Die Cis-Robe? Ja. 36. Ja, vielleicht ist das für einen Schüler noch ein Ticken zu viel, wissen nicht. Also die, die er da gelinkt hat, haben 60 gekostet. Echt, ja? Ja. Hab nicht geguckt. Weil das war nämlich ein internationaler Versand. Oh. Naja, gut. Ja, nee, Mann, den wollte ich mir holen. Genau, ich habe mir das ja Donnerstag schon angehört, der kommt ja eigentlich erst mal freitags raus, ne? Ja, um Mitternacht wird er meistens freigestellt. Ja. So, haha, es gibt einen Trick, und zwar, die laden das ja auf einer RSS-Seite hoch für iTunes. Und da ist er der, dann vorher. Ja, genau, der ist schon am Donnerstag, irgendwie Donnerstagnachmittag oder Abend so, bei der RSS-Seite. Die ist sogar verlinkt auf der News von dem Podcast. Das ist das RSS-Symbol, und da ist die Donnerstags halt schon immer. Wenn man das weiß, ist man Premium-Mitglied, kriegt einen Tag früher den Podcast zu hören. Ah ja. Also ich habe mir den Donnerstag angehört und habe mir Freitag nochmal abends angehört und habe nebenbei einen Laptop angehabt und habe da in der Textdatei schon zu den einzelnen Themen die Kommentare verfasst. Deswegen ist meiner so gigantisch lang geworden. Na, den habe ich. Ich guck. Ja, weiß ich gar nicht, wann habe ich den denn gehört? Irgendwann. Freitag, auch Freitagnachmittag, ja. Ja, sonst ist ja so, du hörst dir so eine Stunde Podcast an und irgendwie vergisst du aber dann das Ende. Oder nee, den Anfang vom Podcast so rum, ne? Na, ich mach das manchmal bei manchen Sachen, wenn ich hier den Stevenio Talks da höre, dass ich schon einen Kommentar aufmache und bei Zeiten reinschreibe. Ja, genau, so eine Art heißt parallel. Auch nur halt als Textdatei. Weil ich dem mit der Kommentarfunktion von WordPress nicht so vertraue. Also die Map finde ich richtig zum Kotzen. Ich bin hier mit minus 5. Ja, ich bin auch schon dreimal runtergeknallt. Dreimal? Ich fliege ja andauernd runter. Entweder werde ich gekillt oder ich fliege runter. Da, tschüss. Schon wieder. Tschüss. Nein. Tschüss. Tschüss. Ich meine, wenn mir jetzt Sascha noch sagen würde, wie man andere Leute mit runterziehen könnte, wäre ja lustig. Mit dem Enterhaken. Wenn du die noch packst, ziehst du sie ran. Siehst du? Ja, kann er nicht sehen. Ja, stimmt. Ja, da schalten wir wieder beschämt zu Quimi, wa? In die Kamera. Ja, ja, keine Ahnung. Ich muss mal gucken, wie ich die zueinander schneide. Oder habe ich halt Splitscreen und Bild im Bild und sonst was für Funktionen benutzt. Hier. Tschüss. Ja. Ich hatte dich fast am Haken. Du hattest mich sogar, aber du hast, glaube ich, wieder losgelassen. Ja, da ist ja noch einer. Und der rennt runter. Du bist zu hektisch. Oder keine Ahnung. Ja, ich find's gut. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt zu den Jungs, pass auf, nächste Woche, also ist ja die 30. Folge, so ein kleines Jubiläum von denen. Außerdem habe ich Geburtstag am Freitag nächsten. Und na, dann kannst du ja vielleicht darauf hoffen, dass sie dir voraus gratulieren, was Pech bringt. Wieso? Der kommt ja erst Freitag raus. Ja, aber sie gratulieren. Die Aufnahme ist ja. So, scheißegal. So, nee, auf jeden Fall habe ich gesagt, da gibt es sozusagen 10 Euro Gutschein. Hat Salki mich erst falsch verstanden und meinte, nee, bis zum 50. wollten wir kein Gewinnspiel machen, wegen aus eigener Tasche, das wird uns zu teuer. Ich sagte, ja. Von mir. Dann ist das was anderes. Ja, das hat er dann auch gesagt. Da muss ich mal gucken, oder müssen die Jungs mal gucken, wie weit Erlaubnis von M-Box und Steve haben, wie, ob sie nochmal werden. Ja, Steve brauchst du da nicht mehr fragen. Ja, aber eher M-Box. Ja. Auf jeden Fall sollen sie mal gucken, wie weit sie da Erlaubnis haben, dass sie sagen dürfen von Crymo Games, ansonsten halt nur von Crymo aus der Community. Aber theoretisch, wenn ich den Sponsor, bin ich der Meinung. Ja, dann sollte man ihn eigentlich schon erwähnen. Hast du verdient. Hast du dafür bezahlt. Richtig. Fricke. Nee. Geht doch. Mit der Scheißpistole. Mann, hier ist nur ein Loch, weißt du, und ich kann nicht mehr sehen, wie oft man da reinfällt. Die Karte, die ich vorhin gespielt hatte, da hattest du fast null Löcher. Das. Und da bin ich nicht so oft runtergefallen. Aua. Nein!
Ja, nee, auf jeden Fall gibt's halt nächste Woche 10 Euro Amazon-Gutschein dazu. So. Und mir sind ja, denn und alle Mitarbeiter von Quaimo Games ausgeschlossen, wa? Genau. Naja, ist mir egal. Also von mir aus nicht, ne? Aber es wird halt als Gewinnspiel wird es eine kleine Frage geben, aber sehr einfach, denke ich zumindest. Also ich weiß jetzt schon, dass es für Auri total einfach wäre. Eine Resident Evil Frage. Da, pst, bist du ruhig, das müssen wir rausschneiden. Das war eine Vermutung, hallo? Wird mein Name damit also etwa automatisch verbunden? Ich meine, es könnte auch, ja klar. Es könnte ja auch Darksiders 2 sein. Was zockst du noch so? God of War. Siehst du, es könnte auch eine God of War Frage sein. Oder Shadow of the Colossus. Ja. Nein, jetzt hast du es verraten. Oder Teletubby Land 3. Was? Hello Kitty Online. Hello Kitty Resurrection? Was ist schlimmer als Michael Myers und Teletubbies zusammen? Hello Kitty! Ja, was ist das denn wieder für eine Riesenkarte? Aber zumindest ist es mal eine andere, wa? Hast du jetzt Zufall? Anscheinend. Ich habe ja vorhin nur eine andere Karte geladen und jetzt ist auf einmal... ich glaube, ich ahne warum. In der einen Datei sind die als Rotation drin. Also, und der kriegt ja die, dazwischen fehlen ja welche, die er nicht geladen kriegt. Da fängt er wahrscheinlich wieder von vorne an. Ach so. Müsste ich nochmal umschreiben. Später. Ach, Idiot. Gute Position. Ja. Weiß ja nicht, Auri, hast du dir eigentlich überhaupt mal irgendeinen von den Just Gaming Podcasts angehört? Ja, den, wo du dabei warst. Ach gut, ist der Wichtigste. Ja. Ja. Ja, ich bin jetzt nicht so ein Podcast-Fan, außer es sind welche, wo ich die Leute kenne. Wie unseres oder das, wo du dabei warst. Also ich sag mal, ich höre mir die... ihr Homos. Ach, der ist auch wieder da. Der Oberhobel. Der Kackvogel. Die kackende Eule. Jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt geht's rund, jetzt geht's Leute. Auf die Fresse. Scheiße, muss ich mir Special noch Guest heute Abend. Sascha von NewsEule.de. Die dicke Eule. Ey, ey, verrät's mal hier nicht meinen Namen, so, weißt du? Als ob Datenschutz, Alter. Ja, ich sag ja nicht, dass du Sascha Müller aus Königs Wusterhausen heißt. Mann, ey. Altbuch. Impressum. Richtig. So. Da müsste auch deine Telefonnummer stehen. Ja. Das kann gut sein, ja. Sollte, so muss. Ne? Siehst du? Also immer schön anrufen. Die Mystics. Och, jetzt machen die auch so eine große Karte hier, ey. Ja, du, der hat immer nur zwei Karten. Deine Datei, die du mir geschickt hast, ist voll für den Arsch, ja. Du hast mir deine Datei geschickt mittlerweile, das will ich nochmal festhalten. Ja, pass auf, da ist ein Fehler drin. Und zwar hast du doch diese Map-Rotation eingestellt, ne? Ja. Ja, aber die Karten 3 bis 5 gibt es nicht. Wie, die gibt's nicht? Die gibt's, also die sind nicht im Ordner mit drin. Die gibt's nicht. Wie schlecht. Ja, richtig, aber. Damals waren die mit drin. Wir haben ja damals schon bis 8 gespielt immer. Ja, da ist ja auch dann von 6 bis 9 ist wieder bei. Ist nur irgendwie 3 bis 5, was fehlt. Und weil er die nicht findet. Fängt er dann mit der Rotation wieder bei 1 an. Das ist ja mau. Ja, da musst du mal 1 bis 2 spielen und jetzt habe ich hier mal manuell 6. Ja, du kannst. Ja, 6 ist aber kacke. Mach 8. Oh, ist ja gut. Nein, das ist ja jetzt schon 7. Ist schon 7, na, noch besser. Ja, aber nee, dann ist 6 die, die ich meine, weil ich dachte, das ist 6 die, die ich was, meine. Nee, also, ich mach du sagst, 8. Das hier ist. Du hast gesagt, das hier ist 6. Dann lass doch die 5 Minuten noch ablaufen. Ja, gut. Pow! Ich hasse so große Maps, da sucht man immer so lange. Ja, und wir sind schon zu. Oh, oh. Ja, mit einem Schwertschlag, willst du dich verarschen? Normalerweise braucht man zwei. Dumme Lachsau, Alter. Kannst du dir vielleicht ein Schild zulegen sein? Oder warst du schon angeschlagen? Nee, ich bin ja fast erst gespawnt, so nach dem Motto. Ja, dann. Headshot. Ach, keine Ahnung, irgendwas. Headshot. Ah, oh, du dummer Assi. Headshot ins Knie, du Arsch. Headshot ins Knie. Ja, ich war auch mal Abenteurer, ne? Und so weiter.
ich weiß, irgendwo war der her. Das war eine Wache aus Skyrim. Ja. Also ich habe das Spiel selber nicht gezockt, aber ich kenne den Ausschnitt. Ja, früher war ich Abenteurer, dann bekam ich einen Pfeil ins Knie. Genau. Was? Oh, Granatwerfer. Ich habe das am Anfang auch gar nicht erst kapiert, was dieser komische Spruch von den Leuten immer soll. Also jetzt Real Life, irgendwelche Podcasts und so. Bis ich dann mal bei der Wache das gesehen oder gehört habe. Ich rede ja sonst nie mit den Wachen, weißt du? Ja. Das erinnert mich, da gibt's auch so eine Szene in Star Wars. Ich glaube, das war ja auch bei Steve's Jedi-Dings. Als er den Jedi kurz vorgestellt hatte. Boah, von beiden Seiten, ihr dummen Assis, ey. Weißt du, du gehst so schön raus und jetzt muss ich mich. Was machst du denn da? Ja, ich weiß auch nicht. Ich komme irgendwie mit der Materie nicht klar. Ich würde schon sagen, du wurdest hier in den Tunnel graben. Geh weg, du Arsch! Verdammt. Nee, und da ist es bei den Jedi, wenn du einen Jedi-Wächter spielst, oder Jedi-Ritter, in SWTOR ist es richtig eine lustige Szene. Er gibt dir einen Auftrag, sagt, ja, ich komme gleich nach. Ich aber nur so alleine so kacke an, oder? Und? So robotermäßig gerade ein bisschen. Ja, mich ja ein bisschen, ja. Achso. Ich wollte gerade sagen, sagt der Jedi-Typ, der so, ja, ich komm gleich nach, geh schon mal vor. Und 5 Minuten später kriegst du eine Holo-Nachricht, ich bin angeschossen. Weißt du, so nach dem Motto, früher war ich auch mal Abenteurer, bis ich angeschossen wurde. Aber es ist ja definitiv immer in irgendwelchen Spielen, dass die einfach alle so inkompetent sind. Ja. Das ist ja nun wirklich nichts Neues, dass du irgendwo hinkommst und hey, schön, dass du gerade da bist. Was ja, das, für ein Zufall. Das haben sie ja gestern auch bei SWTOR gehabt, ne? Also bei der Diskussion. Ja. Das ist in jedem Spiel. Nach dem Motto, die Imperium oder Republik kriegt nichts auf die Kette. Boah, Alter, mit wie vielen Schilden hast du dich zugebombt? So viel wie mein Cheat nie erlaubt. Die Antwort ist gut. Oh, geboned. Da. Hör auf zu hüpfen. Ich bin eine Zombie-Mod für dieses Spiel. Ja, schön, ich mache hier Minuspunkte. Das passt so zum Thema, danke. Irgendwo habe ich neulich so einen Eintrag gesehen. Jedes Spiel wird mit Zombies besser. Gott, wo war das? Das war doch hier irgendeine Call of Duty oder so Mod, wa? Zombies? Weiß auch keiner von euch, wa? Nee. Der Junk hat Call of Duty, nee, doch, Black Ops oder so. Ja. Da gab's einen Zombie. Ja, da gibt's den Modus, ja, der ist aber schon von vornherein drin. Ich weiß nicht, aber es gab halt irgendwie so einen Trailer, irgendwie jedes Spiel wird besser mit Zombies. Was so? Du verdammter! Du Camper! Standard! Standard auch da raus! Nein, nenn mich doch gleich Call of Duty Spieler, da wird auch nur noch gecampt. Ja, wenn du das sagst. Ja. Ich spiele sowas ja nicht. Hey, der eine rechts, der andere links, der andere ist über mir. Was macht ihr denn alle da? Scheiße, keine Munition mehr, Hilfe! Das ist meiner. Verdammt! Ich finde das Geräusch so geil von dem Granatwerfer. Pump. Pump. Pump, pump, pump. Was? Sei Dank, mein. Dafür, dass ich so spät dazu gekommen bin. Pump. Mensch, Isador, ein Kill? Ja, doch so gut. Oh, war. Die ist auch so klein und winzig. Oh, das aber ist lustig. Oder, ach nee, das ist die andere. Glaube ich. Nee, das ist die kleine. Aha. Ah, ist ja erst hier. Warm-up. Kacke. Ringelpiez mit anfassen. Hololo. Rogan. Ach, jetzt starte ich natürlich nicht mit einer tollen Waffe. So. Ha, lol. Hallo. Ruffel hat lol gesagt. Boah, 3 mit Raketenwerfer aufeinander. Alter. Lachschau. Was zu? Ah, fuck. Da unten sind ja Stacheln. Ja, hey, hab ich gerade kennengelernt. Was?
ist neu, hier gab's früher keine Stacheln. Oh, aber gut, dass du das sagst, ich wollte gerade runterlaufen. Da kann man echt nicht, da konnte man echt laufen, da war das nicht so tief. So viel dazu. Klick, 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 klick. Das war meiner, ich hab doch keine Munition mehr. Klick, 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 ich hör's, klick, klick, klick. Oh, hier geht's ab. Irgendwie gerate ich immer in den Keller. Du weißt, dass es da Minuspunkte gibt. Ja, das meine ich ja. Sowohl punktetechnisch als auch map-technisch. Ey, lass dich nicht von mir halb abschießen und verpiss dich dann zu den anderen, dass du dich abschießt. Ich spring da lieber in den Tod. Ja. Selbstmord. Minus 4. Ja, der ist schon wieder runter. Machen doch die anderen da auch, die ja. Moslems. Nein. Die Moslems. Was? Na hier, Osama, bin mal einkaufen. Genau. Ich muss den irgendwann noch zensieren, den Podcast, die Aufnahme. Wieso? USK 18. Na wieso, wenn irgendwann diese Entscheidung kommt, dass Internetseiten bewertet werden und noch bestimmten Leuten mit bestimmten Altersgruppen zugänglich gemacht werden oder so? Wir sind sowieso PG 18, ne? Mit USK ist hier nichts. Ja, echt. Stimmt, die USK ist scheiße. Es geht gar nicht, was wir hier so spielen. Das ist ja eh alles zur Hälfte PG. Voll der Ego-Shooter hier, ey. Ja, gemein. Ja, ne, Orks, Monster, Zombies, verrückte Wissenschaftler. Alter, überall fliegen die Granate rum. Piss dich. Mann, Alter. Jetzt muss ich doch mal jemanden an. Ja, klar, eingekesselt. Keine Munition mehr, Damage. Damage. Wir brauchen mehr Damage. Healing Blow. Oh, ich hab euch alle. More Dots. Klar, trotz Schild killt er mich wie eine 1. Mit dem Hammer. Ey, chill mal. Was zum Aurel, meine Fresse aber auch. Sie wünschen? Bist du ein Auftragsmörder? Ja. Jetzt schon 4 Leute hintereinander mit Hammer gekillt. Und nur noch ein Herz übrig. Ja, und da kommt einer mit Harakiri hier. Hiroshima! Ja, das wäre eine Atombombe. Autsch! Digga! Das hat weh. Hiroshima ist Atombombe, da bist du falsch informiert. Wohl zu viel RTL geguckt. Nein, das ist auch abgestaut, ey, der dumme Assi. Ich kill dich da halt mit dem Schwert, danach komme ich nochmal mit dem Hammer und hab dich versohlt und dann hat der eine Granate rein. Ja, und sind euch beide. Ja! Mann! Doch mal da nicht so klar. Ich bin extra reingelaufen, also jetzt. Hüpft der da hin und her wie so ein Blöder, ey. Wolltest du mich gerade mit ins Verderben ziehen? Yes. Nein, Micha, ich wollte dich nur ins Verderben stürzen. Ah ja. Ich alleine, das geht. Du kannst echt so, zack, minus 5. Top. Ja. Kann doch nur noch schlechter werden. Ach, das ist die Kleine. Geht auch gut. Nee, ich hab ihn gegriffen, er ist über mich rüber und fast in den Abgrund rein. Da hat mich schon wieder einer gezogen. Ja, das war ich. Wieso bin ich so schlecht und krieg da nicht hin? Ja, das ist vielleicht das falsche Spiel für dich. Ja. Müssen wir doch Hexball. Das ist zu schnell für dich wahrscheinlich. Das ist ja, Hexball ist ja gemütlich. Oh, what the fuck? Ja, du eierst erstmal 10 Stunden hinter den Dings hinterher. Fuck! Yes. Ich bin wahrscheinlich so ein. Ah, keine Waffe da. Aimshot. Sag mal, Mystics. Ja. Bei Hexball, du hattest irgendwie so ein Pokémon-Level, was das her gehabt? Das hatte ich bei mir gar nicht. Ja, kannst du runterladen. Toll. Ich hab viele Hexball-Maps. Kannst alle drunter laden, das ist worldwide. Ja, wo kommt denn der Junk schon wieder her, ey? Aber nicht bei Mega-Upload, denn die sind weg. Mega-Upload. Ja, schöne Scheiße, keine Animes mehr, wenn wir Pech haben. Ja, ohne Witz, ey. Ich weiß gar nicht, Darker than Black lief ja auf mein Video, warte, geht's ja noch. Aber Deutsch ist doch scheiße.
Ja, aber es ist der, den ich so aktuell gerade gucke. Und wenn ich Deutsch gucken kann, dann gucke ich die. Hey, hast du die erste Staffel oder bist du schon bei der zweiten? Ich habe nur 3 Folgen geguckt bisher. Achso, ja, die zweite Staffel ist scheiße. Warum? Auf Deutsch oder allgemein? Allgemein. Deutsch ist sowieso scheiße. Also Animes kannst du ja heutzutage nicht nur auf Deutsch angucken. Das ist ja einfach nur peinlich, erbärmlich und traurig. War die überhaupt auf Deutsch? Ja, doch. Bei meinem Video leider schon. Ich habe sie mir alle runtergeladen. Also wenn Dropbox funktionieren würde, könnte ich sie dir geben. Keine Ahnung, warum die bei dir nicht geht. Ja, naja. Muss ich mal hier bei Anime Proxer wieder gucken. Oh, die dumme Lachsau! Alter! Ja, und dann falle ich auch noch runter. Lulu! Ah, oh, schön ins Schwert gelaufen. Schön. Oh, ich war genau in dem Moment da oben und dann kommst du da durch Zufall vorbeigelaufen. Ja, Zufall. Warum ist jetzt eigentlich Mega Upload down? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, weil der Typi da, der Kim blablabla gefasst wurde. Also eigentlich sind die Anschuldigungen, dass es keine Suchmaschine da drauf gibt und so total hirnrissig, weil wäre ja schön blöd, wenn man deine privaten Dateien dort suchen könnte, ne? Oder so eine Sachen, was habe ich heute noch gelesen? Ja, aber top. Hier die Anonymous-Gruppe rächt sich dafür, indem sie irgendwie ein paar Seiten gehackt hat. Meinst du, die stecken dahinter? Also wie immer. Ja, haben sie ja gesagt. Ach so. Boah, kalt. Die rächen sich dafür, dass sich das Gesetz durchgesetzt hat. Uhu, interessant. Wortwitz. Was ist das mit den Gesetzlosen? Ja. Nee, was soll's. Na, dann haben sie auch irgendwie hat hier der von Semper. Das Semper-Video hat ja auch gemeint, dass die angeblich selbst diese illegalen Dateien, also hier die Videos und so weiter, beschafft haben und dann hochgeladen haben. Und dadurch machen die sich ja strafbar dann. Wenn sie sie nur auf dem Server haben, machen sie sich ja nicht wirklich strafbar. Aber das müssen sie doch dann nachweisen erstmal, ne? Hau doch ab. Na, erstmal kannst du, du kannst ja sagen, hier nur auf Verdacht und dann... Wirst du erstmal festgenommen. Deswegen. Alter, Mystix. Der geht ab wie ein Schnitzel hier. Ich hab gesagt, kleiner Killerspieler hier. Er geht ja ab wie Schmitz Katze. Ja, jetzt hast du natürlich noch drauf reagiert. Das ist natürlich... Steht ja auch im Impressum Sascha Schmidt, aber es war so gut. Danke. Oh, 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 keine Munition mehr. Fuck. Fuck, keine Munition mehr. Ja, scheiß Gefühl, wa? Ja. Wie steht's eigentlich jetzt um den, hier, was war? Habt ihr geplant? 28.04., ne? Den Burger-Treff. Ja, ja, wie gesagt, ziemlich wenig und vom Burger God himself gab's ja keine weitere Meldung, ob da irgendwie Werbung kommt, dass da sich wieder welche. Burger werden. God himself? SpongeBob? Ja, Stevino. Ja, er auch. Fast. Na, du dumme Sau, du! Also, Auri, ganz gut, Stevino wäre eher Mr. Krabs, denn der hat die Formel. Stimmt, genau. Die ja gar nicht mehr geheim ist. Oh fuck, ist schon wieder 90 Sekunden rum tatsächlich. So, von Stevino ist nicht geheim, okay. Oh nee, Harakiri hier. Oh, ist schön, wie er nicht einkillt. Oh doch, jetzt. Natürlich, 2 sogar, du Spacken. Aber ich hab hier dauernd immer wieder Lecks durch Fraps. Ich nicht. Ich auch nicht. Ah, ich habe ja gar kein Fraps an. Oh fuck! Ich hab die Strafe dafür selber gespielt. Schön gegen die Wand geschossen. Bellen. Ey, das ist. Sag mal, wenn wirklich sich so 10, 15 melden, könnte man das ja Ganze nochmal starten. Ja, wir machen das auch zu viert, ist mir auch egal. Ja, aber das ist dann aber so privat. Ja, richtig. Ey! Du fuck! Ah, gut, ey, du fuck! Du Fiekstiefel! Boah! Oh, Alter. Oh, Isador, du Noob, ey. Ja, ich weiß. Ich brauch mal wieder eine Waffe. Seid ihr alle freundlich hier, Mensch? Ja, wir sind Freunde unter Freunden. Du musst mal ohne Witz mit uns Wizard spielen, wenn Blacky dabei ist, Alter. Was ist denn für ein Ding? Wizard! Bam!
so komisch das Kartenspiel, hat er mir vorhin schon erzählt. Ja. Keine Ahnung. Übelst Laune. Ich weiß nicht. Ach, also ich hab ihn wieder gepostet. Ach, sag mal, kennt einer von euch ja noch Shakes and Fidget? Ja. Also siehst du, Shakes and Fidget, Auri, verwaltest du eigentlich noch unsere Accounts? Ja. Ist ja irgendwie heute ein neuer Comic rausgekommen oder gestern. Ja? Ah. Müssen wir mal gucken. Also da verballhorn sie so diverse Spiele des letzten Jahres. Aber mehr so, ja, kleinere Titel. Limbo, Magica und sowas. Also die Indie-Hits, ja. Ja. Die Map ist halt irgendwie ein bisschen sehr groß, das sagt halt. So stehen so Shakes und Fidget so zusammen und sagt Fidget, ey, lass mal was völlig anderes machen, anstatt hier immer nur Kille 10, Kille 15. Ja, und da kommen halt so diverse Bilder zusammen, es sieht lustig aus. Was, wie, wo? So, jetzt mal eine vernünftige Map hier. Hast du die gerade gemacht? Ja. Achso, oh, auf ETF, warum sind da Stacheln? Da waren damals die Stacheln, was geht Ah, wie er sich aufregt, da war ich. Wie kannst du Map machen? Er kennt das Passwort für die Konsole. Ah. Ich bin drauf. Boah. Ich bin fast in die Stacheln gedingst hier. Richtig so. Eingedingst. Dingse. Also ich fast auch selbst getötet, du Dingst, du. Ja, du Bumsdings. Das ist alles Snoops hier. Boah, der ist so du. Keine Angst, der springt gleich runter. Aber nein. Vorher werde ich von dir gekillt. Ja gut, kann ich mitleben. Oh, wie ich dich weggebaut hab. Zweimal getroffen, ey. Richtig böse. Mann, ey. Wie bin ich zu schlecht? Nein! Reingehauen. Ja. Runtergefallen. Hab ich gesehen. Hab auf etwas geschossen und auf einmal war es nicht mehr da. Warum versteckt ihr euch denn? Ich geb dir den Kill nicht. Ratte! Ja, schade, hat nicht aber fast! Und gleich ein Doppelkill. Nee, ich hab euch beide weggepistelt. Scheiße. Ja, meine ich ja. Haken ist hier rangekommen, ich bin selber runtergekommen. Ich hab erst ein Kill, ey. Macht der? Ich hab heute mal bei Amazon reingeguckt, weil ich mir überlegt habe, ob ich mir vielleicht doch Darksiders 1 mal zulege. Jetzt, wo Teil 2 bald schon so angekündigt wurde. Habe ich festgestellt, dass der UK-Import billiger ist als das, was hier in Deutschland zur Verfügung steht bei Amazon. Ach, auch nicht schlecht. Und hat er deutsche Tonspur oder was? Nein, natürlich nicht. Aber es stört mich auch nicht wirklich. Hey da! Haut er hier durch! Ja, ich werde mir. Boah, was? Wie viel. Alter, ich hab dich zweimal voll mit dem Schwert. Wie viel Schild hattest du denn? So viel wie ich cheaten kann, weißt du noch. Alter! Oh, ohne Spaß. Oh, ich hab noch dicke Schwertschläge und du hast immer noch gelebt. Übel. Ja, du hast wahrscheinlich auch nur noch ein Herz oder so, wa? Na! Eins, ja. Gefühlte anderthalbet, aber. Ah, schön. Ja, das ist ein Ballerspiel, das ist einfach mal Junks Welt, ne? Ach. Ballerspiele nicht so. Nein, überhaupt nicht. Mist. Bist du schon wieder runtergefallen? Ja. Einmal kann man sich da kurz hochhieven mit dem Haken, aber dann haut's weg. Ja, und dann musst du halt instant springen, ne? Weil sonst, Ich weich aus und du triffst Crimey. Ah, toll. Danke. Solange ich irgendwie töte? Solange er irgendwie tötet oder getötet wird. Ey, ich mache hier wieder die ganze Arbeit. Und ich töte mich selbst, ja. Achso, warte. Oh, ja gut. What? Oh, Michael, Alter, Abstauber, Alter. Steht da oben in der Ecke mit so einem Granatwerfer. Ich knall dir das Schwert auf die Ohren, weißt du? Alter. Assi. Jetzt wieder verpissen, ne? In den Abgrund. Na, schieß mich doch hier runter. Uff, ey. Die bringen mich alle um meine Kills. Alle springen so vorher runter. Sag ich, wenn man nichts kann, dann campt man, ne? Ja.
Ich bin hier runtergesprungen, du hast mich mit deinem Schuss runtergedrängt. Ja, ja, natürlich. Ah. Nein, nein, nein! Verdammt. Oh. Ach, Schiss, Stacheln. Ja, da habe ich dich jetzt reingezogen. Musst du mich selber irgendwo festhalten, oder warst du gerade da? Ja, immer zur Hilfe, wenn du so brauchst. Mann, 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 Mann. Ich bin heute einfach nicht. Boah, kommt der nächste schon. Hä? Was war das? Ich will Isadora mal Konkurrenz machen. Wie, du willst genauso schlecht spielen wie ich? Nein, ja. Ich will schlechter sein. Oh! Ich bin jetzt auch gerade die ganze Zeit in Abgrund, wie so ein Taliban. Wie ein Taliban, ab mit Abgrund. Ja, ich such meinen Bombengürtel. Ich glaube, den hab ich. Nicht mehr viel. Was zum Maker? Der zweite hat nicht wirklich einen Punkt, oder? Oh, doch, was zur Hölle? Hab ich. Ja, hey, wow, ich bin dann immerhin Dritter. Auch nicht schlecht. Du bist halt so ein verdammter Kackschieter mit deinem Schwert. Alter, du, komm doch mal ran hier auf den Meter. Komm doch mal ran auf den Meter. Oh, ganze Schwertphase für dich verschwendet, ey. Was geht, ne? Ah, und ich hab geehrt, Jungs. Ich hab da brauchte ich noch nicht mal warten auf Junk. Er ist selbst verreckt. Gute, macht gerade die ganze Zeit nichts anderes. Ja, du meinst, wie ich auf minus 6 komme. Ich sag doch, ich will mal Konkurrenz machen. Chris Zweiter ist mit 1. Wie ich Dritter bin mit minus 2. Okay. Irgendwie ist das einseitig. Müsste ich hier... Was? 40 Punkte. Wollen wir uns nicht alle der Reihe nach hinstellen? Pro. Weißt du, er ist Pro. Pro Noob. Oh. Verarscht. Ich hatte nicht nur die Pistole. Scheiße. Ihr seid so geil. Aber ich glaube, ich habe Qualmi gerade runtergestoßen. Kann das sein? Nee, ich hab ihn rückwärts runtergeschubst. Und du bist einfach dahergesprungen. Boah! Mitgezogen. Dreierkette. Ich bin so einsam. Da wollte ich den Isar da runterziehen und da kommt er mit seinem Enterhaken angesprungen. Oh, es lag. Boah. Das geht wieder. Halt wieder. Müssen wir noch nicht. Ringelpiez mit anfassen. Aber definitiv. Nein, da wollte ich. Du weißt doch, Sascha, wenn ich ankomme, dann bleibt nichts mehr stehen. Ich bin die rollende Dampfwalze. Ja. Was war das zur Hölle? Mit dem Schwert runter, ich wollte gerade sagen, ich bin schon mal Leute mit dem Schwert heruntergecharged. Auri, du Spacken. Hat er das Schwert und fällt ins Loch. 5 Stücke näher. Ach Mist. Der knallt mich dann. Oh, staub dir Kopf. Nein, du! Du verdammtes Arschloch. Ach ja. Ja, geh weg, geh weg, geh weg. Du willst ja eh noch. Ja, ja. Ja. Wenn jemand in der Nähe ist, versuche ich natürlich noch mitzunehmen. Ich bin ja sozial, ne? Ich helfe. Und übrigens, habt ihr euren Raid geschafft? Ach ja, der Raid. Ja, ich war zu blöd für Raggi, ey. Die haben halt nicht. Ja, es lag doch an dir, gib's zu. Hey, ich hab dir meistens Schaden gemacht, also mir hat bestimmt nicht gelegen. Nein! Ich sag ja, wir könnten eigentlich Nummern ziehen und alle vor Mystix aufstellen und er macht dann halt seine Arbeit. Ja. So, wie darf ich denn heute gehen? Ach, die Nummer 3 ist dran. Mann, und stirb doch mal! Nee! Ich hab genug Fett als Polster. Ey, reiß dich doch nicht los! Geh alleine! Drei. 2, 1. New Highscore, minus 25. Okay, du bist der Gott des schlechten Spiels. Hey, ich war. Zweite mit minus 1, hallo? Ihr wisst aber, dass man hier Pluspunkte sammelt. Wir können auch Capture the Flag spielen. Ja, mach mal. Capture the Flag. Das ist ja E-Konsole. Ist auch nicht schlecht. Dann könnt ihr mich jetzt auch mal killen. In der Aufwärmrunde. Ist ja egal. Muss Mystix töten. Ist das? Ne, ist noch nicht Capture the Flag, oder? Nee, ist nein, das ist immer noch die gleiche.
Jetzt. Jetzt ist erstmal eine Capture the Flag Map. Jetzt muss ich noch Capture the Flag anmachen. Ich geh mir mal ein Bierchen holen. Prost. Och man, alle trinken jetzt Alkohol und ich habe heute nichts da. CTF. So. Ist jetzt jeder für sich, ja? Also das ist nicht teambasiert. Dort. Doch, das ist... Hä? Dann spackt hier Capture the Flag irgendwie ein bisschen rum gerade. So, was muss ich denn machen? Eine Flagge sammeln? Gib mir mal ein Bierchen ab. Mein Doppelkarre. Das geht hier irgendwie nicht. Ich mach mal eine andere mit grad. Die Plörre will man nicht. Nenn das nicht Plörre, ja? Lecker Miam-Miam. Zu süß. Müsli, Nam-Nam-Nam. Ist mir zu süß, das Zeug. Ich bin noch nicht rot. Warum bin ich rot? Ja, weil wir jetzt Team also Flex spielen. Das heißt, Quimi und Isador gegen Junk und I win. Wo muss ich denn hin? Na, noch zur, zu unserer Fahne wahlweise. Wahlweise? Quer durchs Ding. Quer durchs Ding, ja, das glaube ich auch, ja. Dingenskirchen. Ich glaube, bis ihr bei uns drüben seid, haben wir eure Fahne nach Hause gebracht. Ich glaube, ich habe da gerade was gesehen. Ah, oh, fuck. Mann, Alter, wieso komm ich? Ich bin zu blöd, um hochzuschwingen. Ey! Ah, sorry. Du dummer Assi, du willst doch bloß die Fahne. Du Penner. Ja, komm, oben hier. Oh, und die zu uns bringen und unsere dabei mitnehmen. Falls sie es mittlerweile bis dahin geschafft haben. Ja, haben wir. Oh, na dann. Wer hat sie denn? Da ist er ja! Nein! Oh! Ich hab sie! Isador! Ich halte dir vom Leib! Isador! Ja! Nein! Ich krieg hier Schläge gleich. Wo muss die Flagge hin? Ah! Guck, hab sie! Nice! Wie? Eins? Hä? Was geht denn hier ab? Na, ein Kill! Score Limit. 5. Ey, warum ist denn jetzt das schon wieder? Ach, weil Deathmatch in der Map Rotation drin ist. Jetzt aber jetzt sieht das aus wie eine CTF Map. Ja, stimmt, jetzt ist es auch eine, aber trotzdem. Boah. Das ist ja gay. Die ist richtig klein als CTF Map, die geht's richtig rund. Das ist glaube ich nicht so viel. Nee, das ist trotzdem ne, das ist jetzt Team Deathmatch, warum auch immer. Und diesmal ist die Verteilung anders. Ja. Jetzt sind Quimi und Junk. Oh, ich hab keine Chance, mit Isador spielen. Ha, los, komm, Mauri, wir machen sie platt. Achso, wir warten. Ich dachte, stellt gerade einer wieder um. Ja, ich stell auch wieder um. Ja, kacke hier. Mauri ist ja nicht so langweilig gemacht. Ich muss mal erstmal ausmachen. Ja, ja. Ja, ich mach schon. Ich mach schon, alles. Schreibst jetzt die komplette Datei um, wa? Nö. Ich schreib hier, ich mach das alles über die Konsole. Ja, eigentlich müsste es ja die Datei mit umschreiben, oder? Nee, das kann nicht. Gut sein, aber... Ich wette nicht. Da hat er geplatzt. Ja. So. So, jetzt haben wir wieder Capture the Flag und Capture the Flag Map. Okay. Die ist schon normal groß. Uhuhu! Scheiße. Chris, er hat die Flagge. Ich hab ihre. Ach, ist ja noch aufwärmer, gut. Oh, Micha, du, was kannst du eigentlich? In der Ecke stehen und scheißen. jetzt streng doch mal an hier, es geht jetzt los, du. Assi. Kommt da nicht mal raus. Ach so, da bist du. Kümmer dich da mal. Ja. Hab ihn verloren. Zu wünschen? Jag ihn, töte ihn. Nein. Hol die Flagge, hol die Flagge. Schon erledigt. Und ab nach Hause. Ah, verdammt! Hä, warum ist denn Spawn immer schon wieder runter? Ist das hart, der ist so 5 cm von mir entfernt. Ja, ich hätte dich fast so gekriegt. Oh, Michael, jetzt mach mal da was, ey. Ja. Ja, der hilft mir schon beim Entkommen. Ich hab auf dich geschossen, ja.
Alter, du bist immer noch bei uns in der Base. Ey, bist du dumm? Ich könnte dich doch nicht abschießen, du Affe. Chris, ja? Schnall ihn ab. Ich hab eine Frage und warte. Ich arbeite daran. Ich hab's hier gerade mit beiden zu tun. Ja, ich warte. Danke. Ja, ich steh mit der Flagge am Ziel, also irgendwann. Das ist sehr gütig, dass du wartest. Shit. Ah. Oh, ja, ich das jetzt. Er hat ausnahmsweise mal. Oh, haben sie dich weggekillt. Ja. Kann ich die Fahne irgendwie droppen? Hast du die? Ach. Auri, verpiss dich mit der Fahne. Ruf da, Micha! Na, David! Fahne! Win! Hä, ich hab das Scroll wieder umgestellt. Ihr seid so eine Kacknoob. Ja, ich bin der Kacknoob. Punktelimit 5 steht, oder warum ist der jetzt hier? Mann, ich bin echt zu blöd hier rauszukommen. Ja. Mystics. Der wollte gerade mal umstellen. Dann merk ich. Hey, Auri. Ja, lauf mal. Punktelimit 5. Steht da. Runde 2. Scheiße, schon wieder ein Lag. Also, die Lags sind echt anstrengend, die ich hier zwischendurch habe. Isador. Scheiße. Satz mit X, ne? Ja, so, ausgeglichen. Ja, ich komm hier nicht raus. Brauchst nicht hin, Chris, bin schon da. Alles klar. Also dieses Rumninjan ist genau dein Ding, Auri, wa? Ja, ne? Jetzt wehren sie sich hier gar nicht mehr. Das ist scheiße. Ja, ich bin schon wieder im Ziel. Ihr versucht über die Bande zu schießen. Ich habe versucht, hier Mystics über die Bande mit diesem Laser-Ding zu schießen, aber genau kurz vor ihm stoppte der Strahl. Der reichte nicht bis zu ihm. Eine Aura. Aura, ja. Hast schon so eine Aura, hast du wieder gegessen. Oh. Micha, jetzt streng dir mal an hier. Ja, ich hab's versucht, aber irgendwie bin ich für den Mist geboren. Wo seid ihr denn alle hin? Das ist so geil. Wo ist denn die Flagge? Ach, Chris hat die Flagge schon. Ja toll, warum kommen wir denn hierher? Ja, weil wir Mystics töten müssen, der hat unsere. Ich kann auch einfach nur vor euch wegrennen, 8 Minuten lang. Das krieg ich auch hin. Da gewinnt aber keiner. War so richtig. Du Homo, scheiße, ich hab keine Munition mehr. Auri, deine Chance. Ich hab auch keine, ich renne hier schon mit dem Hammer hinterher. Pistole ist immer voll. Nicht immer. Ja gut, die brauchen eine Sekunde zum wieder aufladen. Sag mal, Micha, was machst du hier hinten eigentlich? Ich komm einfach nicht aus diesem verfickten Loch raus. Ja, ich mach mal eine andere Map, warte. Was frisst du schon wieder, sag mal? Salami. Irgendwann wirst du noch richtig fett. Boah. Die ist lustig, hier kann man runterfallen. Ach du Scheiße. Na, das ist ja gar nichts für mich. Wo ist denn hier der Anfang und wo ist das Ende? Das wüsste ich auch gern. Und hier ist eine Flagge.
Hallo? Ach, jetzt bin ich mit Isador im Team. Ach ja, Map Change. Geronimo, das war die falsche Richtung. Wen habe ich denn da gerade kurz mich mitgezogen? It's a me. Junk, yo. Danke, yo. Ja, ja, das hat's auch. Ich glaube, das haben wir schon gewonnen. Ich denke. Hä? Wo ist unsere Flagge? Ich glaube, ein Stockwerk höher oder tiefer. Oder hat. Hä? Hat Isa da etwa die Fahne? Was? Tatsache! Dann lässt man ihn einmal aus den Augen, weißt du? So, kannst abgeben. Kann abgeben? Ja, gut. Nein! Lässt meinen Eimer kurz aus dem Auge. Der war gut. Ja, gewusst wie, du schleichst hier an, wartest, bis alle dich unterschätzen und dann... Ja! Reißt bis zum Güten. Boah, steht der hier im Weg rum? Ich glaub da nicht. Und lag. Nein. Nee, das ist mein Part, ja. Ey, der Isador hat schon wieder die Flagge. Nein! Oh, der Chris kommt. Scheiße, runtergefallen. Ich nicht. Teaser ja. Mit der Flagge. Wie kommst du denn da? Ja. Nein, du ziehst mich mit runter, du Idiot. Ja, ja, so ist richtig. Dann ist die Fahne gleich wieder zurück. Wunderbar. Nein. 1-0. Ach, Chris, lass die Fahne hier. Wenn ich erhöhen kann, habe ich Scorle mit jetzt einfach ausgemacht. Heißt, geht 8 Minuten. Ach, das ist nett. Danke. Ah, wow. Versuch hier Speedkill. Speedfahren-Holing. Oh, das ging schnell. Ja, ich habe. 12,02. Toll, jetzt stehe ich hier an einer Ecke, wo ich nicht mehr rauskomme. Man kommt immer überall raus. Nee. Und wenn nicht, dann drück mal. Oh, irgendeine Taste gab es zum Self-Kill. Ich glaube, Steuerung T oder so. Nein, nein, der kann ich ja auch. Ups. Jetzt. Go, it's me. Climby. Yo. Ja, sehr schön. Verdammt, ich wollte vorbeischwingen und die Karte, die Fahne holen. Ja, verkackt hast du. Könntest du einen auf Tarzan machen? Ja, klar. So, X, wie. Nein, X, scheiße. Passt hier schön auf die Fahne auf. Entweder wie, Spider-Man oder Batman, ne? Mit seiner Batclaw. Ich wollte mich jetzt irgendwie wie Spider-Man so von unten herum eher anschleichen. Apropos, Crimey, wo bist du eigentlich? Ich hab dich bei unserer Fahne noch nicht gesehen. Ah! Jetzt kommt er. Er kommt. Ein Mann und sein Blaster. Ja, ist unten alles. Scheiße. Na gut, dann gehe ich mal wieder zurück. Oh, der Isador ist schon wieder hier. Er kommt dir entgegen. Gib ihm! Ich bin dabei. Ah, ich warte dann jetzt mal hier. Boah, ist der schnell. Ja, ich merk's schon. Boah, ey, ich wollte gerade noch eine Sonne haben. Yes, da kommt der hier an. Scheiße, da ist ja gar nicht die Dropzone. Wo muss ich denn hin die hier? Die Dropzone ist da, wo die Kappeln sind, die 3, 4. Ja, da war ich doch gerade. Aber du kannst nur droppen, passiert, wenn Chris mich hier töten würde, was er gerade erfolgreich verkackt hat. Erfolgreich verkackt. So, dann darf ich jetzt am besten meine Salami essen. Nein! Jetzt alles. Kannst du. Oh, hab. Verdammt, du nächste mit? Ich bring die nächste mit nach Hause, ja. Alles klar, dann kümmere ich mich hier mal um den. Nein! Scheiße. Ich hab ihn! Ich glaube, das ist. Ich glaube, das könnte jetzt richtig interessant sein, das nachher als Aufnahme, weil. Ich bin ganz woanders als Micha. Jetzt gib die Fahne wieder her. Nein! Zieh sie einfach immer mit den Tod, das habe ich gerade auch gemacht, das funktioniert wunderbar. Nein! Schneller als das Abschießen. Ich glaube, wir haben noch einen Punkt. Yay! Ich hab ne. Ei! Was ist
darf's doch nicht gehen. Ich hab ihn aufgehalten und getötet. Nein, getötet nicht, aber aufgehalten. Joa, Fahne ist auf dem Weg. Alles klar. Auf die deutsche Post des Verlass. Oh. Point. Nice, ja, one. Weil ich gerade nach unten gefallen bin. So, Fraps, auch wieder einen schönen, wenn sich das Internet aufhängt und erstmal alles kaputt geht, wa? Ja. Wie abhängig wir sind. Ja, das kenne ich aber auch. Ja, aber na gut, jetzt ist Auri halt abgehauen, ist auch schade. Er haut immer irgendwie vorher ab. Ja, ist ein... Also kein CTF mehr. Schade eigentlich, war lustig. Jetzt muss ich hier den Ton wieder anstellen. Das ist mir zu ruhig. Jetzt steht der Server schon wieder, weil ich komme nicht drauf. Oder ist es eine neue IP jetzt? Ah, neue IP. Dann musst du einfach neu suchen. An. Ja, na, ich hatte Kreimo und Dings ja noch in der Liste drin. Nee. Und noch der gleiche. Komm nicht drauf. So, und jetzt fange ich an mit meiner Packung Pringles. Du bist ein Fresssack. Wieso kommst Alter. Du nicht? Wir sind ja am Spielen, du musst drauf kommen. Verbinden mit und nichts passiert. Ja, wir sind am Spielen, oder? Ja. Es sei denn, das ist dein Geist. Hehe, nee. Ich schau mal, Tibor. Aber ich habe auch wieder meinen Standard-Skin hier. Stimmt. Ja, die kompletten Einstellungen wurden wahrscheinlich nicht gespeichert, weil es abgekackt ist. Ist ja vielleicht bei euch auch abgekackt, denn, wa? Wenn der Server auf einmal weg war. Ja, komplett. Ja, Fraps, Skype, alles. Ja, gut. Cool, was ein Programm auslösen kann. Das Ding ist bei mir gar nicht mehr in der Liste mit drin. Winkel gewesen. Ist der Tiber? Ich hab deinen Server nicht mehr in der Liste jetzt. So. Nach dem Neustart. Kann ja nicht sein. Was bist du für ein Kacknoob? Heißt der jetzt anders? Nein, der heißt immer noch. Server Info, Crimo Games. Ja, komisch. Ich verbinde mir direkt über die IP. Geht aber auch nicht. Nee, kannst du auch nicht. Sicherheit nicht. Keine Ahnung, ist weg. Boah, man hört's knuspern. So, ich jetzt hier nochmal. Fehlt ja nur noch, dass du dir ein Fladenbrot mit Mozzarella machst, ne? Habe ich nicht da, weder noch. Ich hab auch nochmal refreshed die Serverliste, aber... Micha, hast du dich jetzt wieder umbenannt? Ja. Ja. Ich bin doch kein Nameless-T. Nee, du warst ja vorher Teasador, jetzt bist du wieder Isador. Ja. Ja, sagt er. Ja, Sascha. Keine Ahnung, ich komme nicht drauf. Auch wenn ich direkt Crimo Games eingebe. Gib mal einfach nur Crimo. Ja, und dann kommt er nicht im Filter. Dann starte mal das Spiel neu. Hab ich doch gerade, du Held. Also Chris kommt immer wieder rauf. Ja. Definitiv. Sag mir mal die IP. Ja, was weiß ich jetzt, was für eine IP ist. Drück Escape und dann Info, da wo Server Crimo Game steht. Du, dir ist schon klar, dass da hier meine netzwerkinterne IP steht, ne? Normalerweise nicht. Ja, doch. Also bei mir steht als Server Info 78522393803. So. Warte, 239. Punkt 3. 3. Doppelpunkt. Mhm. 8303. Gut, alles klar. Dann ist das nämlich eine neue IP. Dann komme ich jetzt auch drauf. Könntest du den ja auch... Ja, und... Ich wollte gerade sagen, und schon das Schwert haben, aber das warst ja nicht du. Der hier gleich das Harakiri-Schwert, ey. Boom. Scheißdreck hat's ihm gebracht, sein Harakiri-Schwert.
Boah. Selfkill, also doch. Ich räume ab, wa? Meistens werde ich nach einem Kill immer gleich selber gekillt. Klick, klick, da klick, hängt. Klick, klick, klick. Das ist leer, haha. Ich finde es ja schade, dass man die Granaten nicht im Flug schon abschießen kann. Hä? Kannst du doch, hä? Nee, die Granaten kannst du nicht einfach explodieren lassen schon, oder was meinst du? Ah, das meine ich. Also nee, das, du, wenn du mit einer Pistole... Praktisch manuell auslösen, oder? Nee, wenn das der Gegner die mit einem Pistolenschuss auslöst. Ach so. Das, ja, du, das ist ein Indie-Game, das ist nicht so fortschrittlich. Ist mir egal. Bei Minecraft würde das auch gehen. Ja, Minecraft, hallo? Boah, wieder. Die Käse. Jetzt reicht's aber langsam. Oh, ich, meine Augen haben gerade was aufblitzen gehen. Bumm. Deine Augen? Ach du Scheiße. Ah, weg hier! Verdammt. Er hat schon wieder so ein Leuchten in den Eulenaugen. Es dauert. Ah, Mist, den Isador wollte ich noch mitnehmen. Aha. Brauchst eine Weile, bis du mich bekommst, wa? Ja, du hüpfst mir zu viel. Ja, hüpf, mi hüpf, mi hüpf. Hüpfo, hüpfo. Mit normalen Waffen kriege ich dich da schneller, ey. Voll reingejumpt, geil. Nee, du musst ja ahnen, wo die Leute hinspringen. Das ist ja das Problem an dem Spiel. Das ist kein Problem, das ist ja Spaß dabei. Oh, 107. Oh, jetzt nicht mehr. Was? Ach so. Ja, war gerade noch Zeit. Ein. Oh, klick, klick, klick. Scheiße. Du arbeitest doch ja nicht bei denen mit. Warum findest du das immer so lustig? Running Gag. Muss ja. Aber weißt du, mach nicht mal bei Block 107 irgendwas und dann. Oh, 107. Na, ah, wieder keine Munition, ey. Nee. Piss dich. Oh, oh, der Isador, der ja. Geht auf einmal ab hier. Verdammt. Meiner, piss dich. Jetzt geht's auf Emma. Nein, verdammte Axt. Oh, das Schwert hat mich nochmal gerettet, glaube ich. Oh. Hat der Mina überholt? Ich war die ganze Zeit vor dir. Nein, bestimmt nicht. Habe ich nicht gesehen. Du, Isador? Nein. Er ist jetzt mit dem Schwert, stimmt. Hast du drei Punkte gemacht. Stimmt, er hatte ja 5 Punkte Vorsprung, als ich noch nicht da war. Ja, siehst du. Ist hier überhaupt einer? Ich fühle mich so alleine. Ich hatte dich gerade gefunden. War noch so ein bisschen hier am Rumninjan. Welche Melodie war das? Smoke on the Water. Ah ja. Ist eigentlich jetzt mal hier irgendwas einspielen. Spider-Man! Ach ne, Gott, wie ging das von Spider-Man? Spider-Man, Spider-Man. Du doch gleich Spiders Schwein, wa? Ja. Hat's aus der Versenkung geholt. Was? Du bist ja noch da. Hahaha, klack, klack, klack. Ach, verdammt! Sascha! Du Spast. Was ist das? Eine andere Map. Was hast du gesagt? Ja, das wird die Capture Flag. Ja. Ach, deswegen waren die. Dafür sind die CTF-Maps. Die wollte ich vorhin schon laden, aber. Was gut.
Gute an den CTF-Maps ist, es gibt kein Schwert. Ja, für wen ist das jetzt gut? Für dich? Oder ja, für uns? Für euch. Ach, ab und zu kamen wir ja auch mal in den Genuss des Schwerts. Ja. Leider. Also nicht, wenn es in mich. Ja, ich wollte gerade sagen, also nicht, wenn es in mich zerschlassern oder so. Bam! Da war wohl die Munition alle. Ah, du Arsch. Bist dich meiner. Bounce, bounce, bounce. Hast du mir gerade einer reingezogen? Ja, im Vorbeilaufen. Ins Gesicht. Doch, nehmen wir auch noch eine. Ah, wie geil ist das, du kommst halt vorbei, hörst du. Oh, das ist flat. Ja, vorbeilaufen. Oh. Mitten ins Gesicht. Sau, jetzt ist hier keine Waffe mehr. Jetzt muss ich erst auf die andere Seite rüber. Meinst du so eine Waffe hier? Ich glaube, der mir die Kills. Ich glaube, sagt. Oh, verschieß mal dein Pulver. Oh, weißt du, der eine verschießt sein Pulver, denke ich, oh ja, jetzt kannst du hinterher, jetzt hat er noch 2-3 Schuss. Kommt der nächste da um die Ecke mit einer vollen Munitionsladung. Und was muss der hier machen? Pum pum. Ja, na klar. Ich sammle mir die Waffe ein, du tötest. Blind, ey. Ich hab dich ja nicht mehr gesehen, ich bin ja nur noch zurückgekommen. Mann, blockier doch nicht den Weg, wenn ich da durch will. Blockiert euch beide gerade gegenseitig so irgendwie ein bisschen. Mann, hüpft doch nicht mal weg, Schatze. Oh, ist das Ding hier noch nicht gespawnt? Was geht denn ab? Komm jetzt. Mann, du Spacko! Ich bin wieder tot, da sagt es doch. Ist das ein geiles Spiel? Ich sag damals Nächte. Definitiv. Oh, oh, oh. Aber wenn sowas echt zu 5, zu 6 spielst, dann geht das auch richtig ab. Oh ja, oh ja. Wo kommst du denn schon wieder her? Hier war doch Micha gerade noch. Ne. Nee, der ist nicht da. Kein Micha unter diesem Anschluss. Mein Kirby, verpiss dich. Der Hammer. Der Hammertyp. Der hat schon wieder Halluzinationen hier. Kannst du ja so einen rosa, pinken Plüsch-Kirby machen. Ja, was hast du denn davon? Ja, nix. Sieht gut aus. Die Frauen haben Mitleid. Aber die können spielen. Mitleid. Nee, also ich weiß, dass das für meine Frau definitiv nicht das Richtige wäre. Hä? Wo seid ihr? Ich bin so allein. Mich jetzt glaube ich schon wieder AFK, der geht. Warum habe ich ein 100er Ping? Was geht denn ab? Ich habe nur 20. Du bist, glaube ich, auch am nächsten dran an dem Server. Das kann gar nicht sein. Micha? Ja? Aufwachen. Ich weiß, was ist das denn? Ach, er hatte gerade Ping gemacht. Oder sowas ähnliches. Zumindest. Ey, was ist das denn für ein Level? Die kenne ich auch noch nicht. Also wie gesagt, damals gab es die Stacheln ja noch gar nicht. Was ist denn das jetzt gefunden? Capture the Flag 5. Ach so. Gut, die kann man natürlich im Deathmatch auch ganz gut spielen. Oh. Knobs. Was ist denn das für eine Geschmacksrichtung?
Das wüsste ich jetzt auch denn extra knusprig. Nein. Wo bist du? Unter mir, das hinter mir. Warum? Ey, der Stein, da kann man dran hängen? Oder sah das so aus? Boah, übelster Rückstoß. Haha. Ha. Nein. Bums. Die Stacheln hier sind echt hardcore. Ich komm hier nicht weg. Ah, warte, ich komm dich töten. Ah, warte, ich komm dich töten. Ach doch, jetzt. Wenn ich dich finde. Oh, die ist echt groß. Ja, und da unten hing ich gerade. Die ist so groß. Bist du Spaten? Was ist das? Das ist ja einfach die Map. Könntest ja auch sagen, ach nö, deswegen, du bist mir zu schwer, ich nehme einen anderen Boss. Ich habe gehört, dass das nicht notwendig ist, dass man sowas sagt. Richtig. Wieso nicht? Looking for Raid Tool cleared. Die ist ähnlich der Dings-Map, aber die ist hier in der Mitte halt ein bisschen offen. Hey! Ja, Micha, ich hab gerne den Schutzschild gespielt. Ja, vor allem, weil du den Kill von ihm gekriegt hast und nicht von mir. Ja, du bist aber nicht gestorben. Ja. Also doch, aber... Also... Seid beide nicht wirklich gestorben, ihr Penner. Doch, jetzt. Ja, wohl auch Zeit. Nix da, Zeit. Wir spielen auf Zeit. Ja, ich mag das schon. Wie er sich da oben wieder versteckt, der Micha. Wo denn? Klick, 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 klick. Nur Granaten. Was? Und ich habe mich auch noch selber getötet? Na klar. Aha. Kacknoob. Kackvogel. Ah. Was so? Alter, wie viel Life hast denn du? Ich hab dich mit dem Granatwerfer abgeschossen und danach noch zweimal gehämmert. Ja. Mann, ey. Ah, Mann, Sascha. Nix. Ja, ist alles gut. Wollt ihr mir da den Granatwerfer klauen? Ja. Meine Nachladung. Oh, 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 ich hab... Hol ihn dir, hol ihn dir! Oh, jetzt kill ich mich auch noch selber hier. Nein! Alter, wenn du wüsstest, wie mein Lifebalken aussieht hier gerade. Renn die ganze Zeit mit zwei Schilden und zwei Herzen rum. Muss ich da beinahe irgendwie mir vom Leib halten. Und Munition muss ich auch noch drauf achten. Oh, das war, der war nicht schlecht, der Mann. Das war ein Luckshot. Du hast jetzt meinen Kill, ja? Nee, ich hab dich doch gekillt. Ja, du, das war mein Alter, Kill. Alter, du dummer Abstauber. Ich kämpfe hier mit meinem einen Herz die ganze Zeit. Weißt du, ich schieß einfach so mitten in die Runde und treffe natürlich voll die Möhre, Chris. Und jetzt, wo ich, weißt du, jetzt, wo ich volles Life hab, killt er mich. Das ist so geil. Ich spiele immer nur mit zwei Herzen. Wow. Doppelherz, du dumm. Ah, der war gut, Isador. Der war Bombe. Ich hatte nämlich nur noch einen Schuss und da du dich selber angeschossen hast, hat es mir Arbeit erspart. Ja, ich bin gut. Kill eingebracht. Du wusstest, dass ich da hin will. Ja. Arsch. Nee, du doch nicht. Du bist doch schon wieder ganz woanders. Ja. Oh, ich hab nur ein Herz. Der kämpft schon wieder, die Sau. Echt? Ist er schon wieder so ein Kämpfer? Na, das will ich ihn austreiben. Haha. Siehst du? Was wusstest du das? Aua. Ey! Ich mach die ganze Arbeit, Leute. Oh oh. Ich glaube, ich mach klick, klick, klick. Ja, klick, klick. Mann! Ich
Ich bin aus anderen Spielen gewohnt, dass ich die verdammte Munition vorher schon in der Luft abschießen kann. Fump. Vor allem, woher sieht der Spacken das, dass ich da unten bin? Der ballert da und trifft sofort. Als wenn ich das sehe. Nur, bis das neue Ding gespawnt ist. Neue Ding? Neue Munition. Und so lange hockt er oben in seiner Ecke. Na, da, da. Macht aber Laune, da oben zu hängen. Vor allem, ich sehe nichts. Ich sehe euch eigentlich kaum. Das ist ja auch eigentlich so 80% des Spiels. Dahin schießen, wo man denkt, dass der Gegner gleich sein wird. Hammer Time! Und ich brauche nichts sehen und treffe ihn trotzdem, weil ich weiß, wo er sich versteckt. Leider. Ich fühle mich irgendwie mehr Opfer als Mitspieler. Oh, ich habe keine Munition mehr. Ja, auch noch versucht, sich zu verpissen. Nein, jetzt kommt der Isador wieder. Oh, jetzt haben wir selber. Ah, nee, eigentlich. Das ist echt. Ja. Blackshot, sag ich doch. Tanz mal eine Runde, ja. Ja, Tanz, Püppchen, Tanz. Du Arsch da oben. Arsch mit Ohren, Arbor. Arbor. Danke. Ich geh nicht dazwischen. Nee, nee, Kollege. Wie er da schon wieder steht. Ha, King ein. Of the Hill. Was für ein König? King of the Hill. Ey, keine Munition mehr. Nein, ich hab euch tot. Oh, der Isador hat doch wieder abgestoppt, den King. Ich hab doch gesagt. Manu? Ach, 20. Ja. Oh Mann. Naja. Sascha, was los? Ja, ich mach jetzt hier, ich mach jetzt der Jabber. Was ich auch mal alle gewinnt. Ach so. So derben T-Worlds-Match hier zwischen Crimey und Isador. Es geht auch gleich brisant los mit den Granatwerfern. Treffen sie sich in der Mitte und der erste gute Schuss von Isador. Und da geht er mit 1-0 in Führung. Unglaublich. Und der Chris kommt gleich wieder zurück hier. Aber nur mit der Pistole. Der Isador lädt seinen Granatwerfer nach und da kommt es wieder auf dem. Es ist schön, Kommentar los, erzähl weiter. Alter, ich habe damals Turniere gemacht, die gingen 6-8 Stunden im Radio. Da kannst du dir vorstellen, wie das abging. Das ist von 8 geredet. Bis 2. Und halt nur so Matches. Was hast du da kommentiert? Warcraft? Nee, T-World. Ach ja. Mhm. Das hast du im Radio kommentiert. Ja. Der Outland Radio. Stimmt. Ja, ich damals mit Livestream und so weiter Turnier gemacht. Also. Echt? Ja, ja. Wie alt ist das Spiel? Ziemlich alt. Oink. Halbe Stunde die ganze Zeit Knobs, Knobs, Knobs. Kann er mal drei gleichzeitig essen? Ja, bitte. Oh. Oh. Jetzt kommt die Karies-Szene, wa? Jetzt tut's weh. Wir haben momentan auf der einen Seite Probleme mit dem Zahnfleisch, weil da der Weisheitszahn irgendwie so ein bisschen durchdrückt. Bisschen kacke. Tut übelst weh, die Scheiße eigentlich. Ja, bei uns haben uns jetzt einige Leute mit der Weisheitszähne.
Zeit. Ja, wir kommen jetzt alle in das entsprechende Alter wahrscheinlich. Bin ich froh, dass ich das schon mit 14 hab machen lassen. Gut Deutsch. Vollnarkose, was sie heute nicht mehr machen, und dann alle vier auf einmal. Machen sie heute nicht mehr, ein Glück. Weiß ich nicht, ich meine, mit das entsprechende Alter ging es gerade um Weisheitszähne. Was denkt sie denn schon wieder? Weiß nicht. Ja, aber ihre sind auch schon raus, sagt sie. Ja. Oh, ja. Auch alle vier auf einmal oder immer nur zwei und zwei? Ich weiß nicht, ich glaube, alle vier hat sie machen lassen mit einmal, ja. Vollnarkose. Und ich glaube, Vollnarkose. Nee, nicht Vollnarkose. Oh Gott. Nee, Sedierung. Ich hatte Vollnarkose. Ja gut, also du warst 14. Ich meine, ich habe ja kein Problem mit dem Zahn, sondern einfach nur mit dem Zahnfleisch, dass da halt diese Scheiße jetzt so ein bisschen rumhängt. Du, ich hab auch kein Problem mit dem Zahn und mit dem Zahnarzt. Ja, ohne Scheiß, mit dem Zahnarzt habe ich auch keine Probleme. Ich war trotzdem seit 7 Jahren nicht mehr da. Ja, solltest du mal machen. Gerade wenn du so Junkfood in dich reinschmeißt. Ich weiß nicht, Art, wenn ich Probleme habe, könnte einfach. Ja, ich auch. Ich dachte ich mir so, war 6 Jahre lang nicht, da hatte ich auf einmal ein riesen Loch im Zahn, das wirklich mit einem Mal. Ja. Mich hingegangen und meinte, jo, das ist so tief, also noch tiefer und wäre eine Wurzelbehandlung geworden. Ja. Das habe ich vorher nie gemerkt. Das ist nur, weil das oberste Stück auf einmal raus war. Ja. Und also die sozusagen das, was vorher das ganze Loch abgedeckt hat, das Teil, das Stück, das war auf einmal weg. Da bin ich zum Arzt gegangen, ja, deswegen meine ich. Aber es ist lustig, dass ein Loch da drunter entstehen kann. Ja, ich bin der Meinung, da war mal wahrscheinlich schon mal irgendwas Füllung und da die wieder aufgegangen ist oder so. Oder wo es an der Seite schon weiter durchgefault ist, keine Ahnung. Oh, das Mondfest hat begonnen, hey. Und, wirst du dir einen Titel erarbeiten? Nö, den ich schon seit 3 Jahren hab. Ach ja, hast du. Also ich habe damals mir nur ein paar Titel geholt, die wirklich coolen sind. Nachtschrecken. Der ist nicht cool. Den habe ich nicht. Nachtschrecken ist cool. Wächterin des Szenarios. Beste Titel für Druiden ever, Alter. Nein, ich meine jetzt nur von den Feiertagen her. Uh-huh. Ich habe die ja damals alle gefahren fürs Mount halt, ne? Und hast du es geschafft? Ja, dicke. Doch, nie gemacht. Ich hab immer wieder so, als ich gerade meine Phasen hatte und WoW gespielt habe, da dachte ich mir, ach ja, fürs Mount wäre schon cool. Vor allem, ich hab nie einen dieser Netherdrachen. Ne, war das Netherdrachen? Ne, wie heißt Proto. Die? Die. Genau, Proto. Ja, ich hab den blauen, den du in Turm Utgarde da heroisch gekriegt hast. Du Cheater. Und ich hab ihn mit 2 Chars. Ich hab weder den grünen aus dem Ei gekriegt, noch. Noch den grünen habe ich. Ich fand das so geil. Also der blaue, ich finde den auch irgendwie einer der epischsten. Das ist. Die Proto-Drachen finde ich sowieso total klasse. Die sehen aus wie richtig geile Drachen. Die anderen, wo es diesen Bronzefarben in der Zeit oder irgendwie so scheiße gibt, die sehen total schwul aus. Ich wollte ja den Zeit verloren, den meinst du, ne? Nee, es gibt in der HDZ. Timeloch ist auch cool. HDZ. Na, das ist aber kein Proto-Drache. Nee, ich meine die anderen Drachen. Die anderen Drachen, die ich sage. Den habe ich aus HDZ, den habe ich auch. Ja, die finde ich total optisch. Ich wollte ja mal den Zeitverlorenen, den Protodrachen, der da auch in den Sturm gibt. Ja, der Respawn da. Ja, den habe ich auch eine Zeit lang gesucht, aber nie gefunden. Ich habe einmal eine Leiche rumliegen sehen. Da habe ich mich so geärgert. Ja, aber den blauen fand ich schon ziemlich cool, also das fetzt auf jeden Fall. Ich hab jetzt meinen Drachenfalken, der ist auch cool. Drachenfalken? Na, das Vieh, was du für 100 Mounts kriegst. Ach so, den blauen, ne? Mhm. Bei dir, Allianz. Da fand ich ja cool, da hatte ich den Sonnendrachenfalken. Ich hab ja Horde gespielt. Ja. Den kriegst du nur als Hortler, ne? Von einem Turnier. Da hab ich aber auch wochenlang für gespielt. Was hab ich sonst noch, wo ich auch richtig lange dran gesessen habe, war damals, der Titel von der zerschmetterten Sonne, den gibt's glaube ich gar nicht mehr. The Shattered Sun? Das war hier Insel Kälter Nass. Naja, Insel. Ich glaube, den gibt's immer noch. Für 1000, wie war das? Für 100 oder für 1000 Gold kaufen? Für 1000 Gold, das war zu dem Zeitpunkt zu BC war das noch recht viel. Ja. Zu BC waren 1000 Gold viel, definitiv. Ja, und für 1000 für Epic Mount war auch viel.
aber in Cataclysm oder so, als ich das irgendwann mal das letzte Mal gespielt habe und mal da war zum Gucken, da habe ich den nicht mehr gesehen. Also nicht mehr den Typen, der dir den Titel gibt. Ich habe mir den nicht gekauft. Nee, ich wollte ihn unbedingt haben. Das war ja das Problem in PC-Zeiten war, du bist damals ja total schwer an Titel gekommen. Das war für mich zumindest der einzigste Titel, den ich erreichen konnte. Weil ich habe damals WoW eher als Singleplayer gespielt, weil ich keinen hatte, der mit mir zusammen irgendwas gemacht hat. Und deswegen war das für mich der absolut geilste Titel überhaupt. Und einfach, weil ich mal 3 Wochen dafür gebraucht habe. Ja, aber hast du echt gemerkt, also du hast jetzt mit Cataclysm auf jeden Fall gemerkt, wie schnell Gold an Wert verliert, ne? Oh, mit Wrath of the Lich King schon. Selbst, na, also da ging's bei mir noch nicht so. Ich habe nie so viel Kohle gehabt. Ich war immer nur ich sitze auf meinen 48k hier. Also ich war nur, weil ich nichts mehr mache, sonst hätte ich das Doppelte. Sonst hättest du schon Limit, wa? Ey, du mach mal andere Map. Ja, warte. Ja, aber ich hatte wirklich immer nur 2.000 bis 4.000. Du musst doch Omen töten. Wen? Ach so, ja, ach, du spielst schon wieder WoW. Du bist schon wieder eingeloggt, ja. So ein Suchti. Capture the Flag 9 gibt's nicht. Die haben wir, glaube ich, schon. Ja, aber die ist zu zweit auch nicht schlecht. Boah, das ja, wird interessant. Aber ich. Ah, hier spielt nochmal Isadors Lieblingsmap. Nee. Nee, mach mal die andere. Die war welche cool. Andere? Ja, gerade eben die große, die riesige. Da kommt man sogar hin rum, Ninja. Ja, gut, alles klar. Hier, HF. Ja. Wer mich findet, darf sich einen Keks kaufen. Du bist doch Spectator, dachte ich. Da bist wieder normal drin. Naja, wenn das Ding neu startet, bist du ja automatisch erstmal wieder drin. Ich habe mich jetzt einfach mal abgestellt. Ah, und ich sehe so. Nein! Du. Bist du auch noch runtergefallen? Nein, ich habe dich aber gesehen. Und da hat das Level neu gestartet. Hä? Ach so, stimmt, war erst Aufwärmphase, ey. Und tschüss. Ach, da ist er. Ich dachte, du musst oben töten. Nein, du Spasti. Wie noch keiner Pluspunkt da, das ist so geil. Wenn ich so raustappe, dann falle ich wahrscheinlich runter, wa? Mach doch. Ich hab jetzt rausgetappt, hänge ich da noch? Ja. Minus ist ja geil, ist ja chillig. Was zum Henker. Nein! Ach, verdammt. Nein! Du auch? Nein! Weißt du, er spielt gar nicht mit und ist trotzdem Erster. Oh, wie gut. Mann, sind die zu blöd, oben zu beschwören hier. Typisch Horde, kriegt nichts auf der Reihe. Alter. Auch wenn ich Allianz zwischendurch gespielt habe, mein Herz hat immer der Horde gehört. Nee, ich hab bei Horde damals Allianz angefangen und. Na, siehst du. Ich bin Allianzler. Durch und durch, ja. Ja, vor meinen 6 Jahren WoW bin ich auch 5 Jahre Allianz, mindestens. Nee, es war bei mir immer ausgeglichen in den 4 Jahren. Nee, ich hab damals mit meinem Allianz Magier angefangen, das ist auch mein Main-Char. Ja. Todesritter ist der zweithöchste Charakter. Oh. Mhm. 56? Nee. Das ist der Grund, warum ich mit WoW aufgehört habe, der Todesritter. Warum? Ja, weil ich alle mit dem Mage alles gesehen habe. So. Und mit dem Todesritter habe ich keinen Bock auf die ganze Scheiße nochmal. Alter, könnt ihr jetzt mal oben pullen hier? Wollt ihr mich verarschen oder was? Und das Interessante ist nämlich, das Lustige ist auch, ich habe ja schon mal gesagt, also du musst ja eigentlich jeden Scheiß machen, ne? Wenn du irgendeine Zone auslässt, das rächt sich. Nö. Doch. Wieso? Na, weil ich mit meinem Main-Char damals gesagt habe, ach, Five of Hial, da geht sowieso jeder Spacko hin.
gehst du waschieren. Waschieren, ja. Ohne Probleme, habe ich genauso gemacht. Ja. Und ich habe hier halt komplett sausen lassen. Hm. Ja, ich auch. Das Problem ist, aber für Firelink brauchst du doch... Gemacht. Ja, mit 80 ja. gemacht. Ich nicht, weil ich habe das dann, nachdem ich 85 war, mit meinem... Dann bin ich umgeloggt auf meinen Todesritter vorher in der Zeit und hab das mit dem gemacht. Ja. Und dann habe ich das einmal gesehen und hatte keinen Bock mehr, das mit dem Mancher nochmal zu machen. Ich will es mit dem Mancher zumindest alles gesehen haben, weil ich auf dem auch die ganzen Achievements mache, USW. Ja, das war mein Problem, dadurch, dass ich immer zwischen Horde und Allianz gewechselt habe. Aber nur die, also die Chars nicht irgendwelche Fraktionstransfers, sondern wirklich einfach für jedes einen eigenen. Ja. War das mit dem Achievement sammeln irgendwie nervig irgendwann. Naja, klar, wenn du das Ding dreimal machst und boah. Ja, mit dem, also mein Hexer, der war ja mein ultimativer Char sozusagen. Das war der zweite, den ich jemals in WoW erstellt habe und der hat halt überlebt gehabt. Aber sonst. Ja, also der hatte halt die meisten Achievements, da hab ich mir gedacht, gut, mit dem sammelst du auch ein bisschen hier Titel und Ruf und sonst sowas. Ja, und mit den anderen immer, wie ich halt gerade Bock hatte, war. Na Gott, 1003. Aber ja, stagniert auch schon wieder. Und dadurch, dass mir die ganzen Raid-Dinger jetzt eigentlich fehlen. Naja, mal gucken, morgen geht's ja wieder rund. Wann war das? 20 Uhr. Warum sind da jetzt 11 Leute bestätigt? Das ist ein 10er Raid. Hallo? Hallo? Geht's noch? Ersatz. Ja, ich habe mal auch Warteposition. Aber es sind 11 Leute bestätigt. Vielleicht weil sie schon wissen, dass einer nicht kommt. Dann könnte man den auf abgelehnt setzen. Ja, und dann kommt er nicht, weil er abgelehnt ist und dann fehlt wieder einer und dann sitzt er da. Ey, ich hing da ja doch nicht mehr, da habt ihr mich mittlerweile abgeschossen. Also ich hab dich einmal abgeschossen, da standst du irgendwo oben. Ja, und ja, das fand ich jetzt wieder. Ich dachte, ich hänge jetzt hier noch gechillt in meiner Ecke. Nee. Also ich glaube, Qualmi hatte ich den das erste Mal abgeschossen und ich das zweite Mal. Das sehe ich auch so. Mann, sind wir gut, ne? Mit minus 2 Punkten bin ich Zweiter. Ich denke, du willst, dass Omen gepult wird. Nein! Tschüss! Tschüss! Komm her, tschüss. Isador! Ey, scheiße! Meine Dings ist gerade weg gewesen, meine Maus. Hat sich gerade neu verbunden. Nein! Ich drück Rechtsklick und es kommt kein Haken. Und dann hörst du dieses Plug-and-Play-Ding. Düdüm, düdüm. Oh, das geht mir aber mittlerweile so auf den Kranz, das Geräusch. Ich kann es nicht mehr hören. Ich hüpfe jetzt hier einfach noch ein bisschen lustig durch die Map. Und zieh Isador in den Tod. Ey! Na Häschen, das mit, wenn ein USB-Teil nicht erkennt, immer wieder dran, nicht dran, dran, nicht dran. Boah. Oh, tschüss. Da lacht der dreckig. Ich hätte dich beinahe mit runtergezogen. Ich habe in deine Richtung gezielt. Ich wusste ja, dass du das vorhast, deswegen habe ich meinen Enterhaken ja anders eingesetzt. Mal gucken. Oh. Flasche leeren. Mensch, ich führe ja mit minus 3. Du bist gerade abgestürzt, ne? Also richtig. Kackspaten. Jetzt kommen sie hier alle aus ihren Löchern. Ach man, ich hasse Steine, da kann man sich immer nicht festhalten. Ja, dafür sind sie ja da. Na, trifft der mich auch noch beim Runterfallen? Ich war nicht schnell genug. Also das Spiel hat auf jeden Fall Charakter. Wie gesagt, kannst du immer abends mal eine Stunde spielen. Solange wie wir jetzt schon spielen. Nein! Komm mit! Sau du!
Ich hing unter dir. Sudden Death. Sudden Death. Wer stürzt als erstes ab? Wieso ist Sudden macht... Death? Na, Gleichstand zwischen den ersten. Beide minus 5. Sprich, der nächste Kill entscheidet, so nach dem Motto. Dann kommt her. Ich will killen. Ja, für dich nicht. Weil du bist ja der Obernoob. Doch nicht? Hä? Nein, er hat doch minus 8. Ja, aber ich hab ihn gerade gekillt, oder? Ach, nein, er rennt hier rum. Scheiße. Er hat dich getötet, du Held. Verdammt. Aber ich hab ihn jetzt auch getötet. Ach, Sudden Death geht schon mal, bis einer 0 hat mindestens. Na dann. Ja, ja, gut. Dann muss ich mich beeilen. Haut der ab? Ja, Feigling. Das dauert ihm wohl zu lange. Oh, Omen ist da. Wie süß, 4,2 Millionen hat der Kerl. Ja gut, ich glaube, wir machen dann doch Feierabend, oder? Ja. Ey, die haben das... Ah, nee, da ist es doch. Das ist so geil. Man braucht Omen selber nicht töten, man muss einfach nur durch den Lichtstrahl laufen. Aber nichts getan, ich bin einfach nur durchgeflogen. Oh, was tickt denn so übel runter an mir? Noch läuft ja die Aufnahme, sag ich mal, danke für den netten Abend. Tschüss. Jo, gerne. Reingehauen.